Das hier ist der sogenannte Cold Open. Wenn ich ihn mache, ist es der Old Open. Und jetzt kommt drei andere alte Säcke mit Almost Schmaily, meiner neuen Show. Was? Wieso? Ach da, ich habe gerade kein Signal. Direkt kein Signal. Almost Schmaily, no signal. Ja, also leider Intro nicht gefunden. Ja, weitermachen jetzt. Weiter jetzt, ja. Ja, ja gut, ich habe auch mir einen Song überlegt, einen neuen Intro-Song. Den habe ich mit einer AI gemacht vor kurzem. Den habe ich vorbereitet. Kann ich euch nachher zeigen. Ich bin jetzt Musiker. Warum nicht jetzt? It just happened. Aber wäre nicht jetzt ein guter Zeitpunkt dafür? Ja, okay, aber dazu muss ich noch eine Geschichte machen und ich wollte euch nicht direkt überfallen. Werden wir dann verklagt von dir, von mir, wenn wir den Song hier monetarisieren? Ich habe ihn noch nicht auf Spotify, also noch geht's nicht, aber es kommt. Ja, jetzt bin ich aber neugierig. Ich will, dass mein Song einer der ersten 1 Million AI-Songs ist, die populär werden. Deswegen muss ich mich beeilen. Ja, es gibt ja dieses, Moment, ich muss mal gerade nachgucken, wie heißt das denn? Ich will das unbedingt euch auch empfehlen. Das ist wirklich Hammer. Suno, habt ihr wahrscheinlich schon von gehört, oder ist in den letzten Tagen so ein bisschen. Das ist eine AI, wie immer, da kannst du halt sagen, direkt wieder rein. Ich will einen Song machen, dieses Genre, der Text, aber auch dieser Inhalt. Und, ja, und das Geile ist, als ich 16 war, ich bin ja extrem unmusikalisch, aber als ich 16 war, kam ich mal irgendwann, wo nicht rein, in eine Party, könnt ihr euch wahrscheinlich schwer vorstellen, aber da war ich wütend und habe ich mir den Song ausgedacht, gegen Party. Und dann hab ich so gedacht, okay, wenn ich irgendwann einen Song mache, mache ich den Song über die Gegenparty, die viel besser ist als die Party, wo ich nicht reinkam. Und dann hatte ich richtig so, natürlich über Jahre lang, kennt ihr das, wenn ihr quasi einen Ohrwurm habt von einem Song, den ihr gar nicht, den es gar nicht gibt, den ihr euch nur ausdenkt. Ne? Das ist so irre. Und über Jahre hatte ich den. Und dann irgendwann fragt mich Joshua, ne, unser aller Freund Joshua, der immer so AI-Tools ausprobiert, ey, hast du irgendeinen Song für mich? Keine Ahnung. Erst geschrieben, nee. Ja, war erst geschrieben, nee, weil ich wirklich keine Ahnung davon habe. Und dann kam ich, alter, Gegenparty. Und habe ich ihm die Geschichte geschrieben, also er, um was es da ging, und habe ihm nur den Refrain genannt irgendwie, Party ganz für mich allein, da lasse ich keinen anderen rein. Das, und mehr habe ich nicht. Das war der einzige Reim, der Refrain, den ich ihm gegeben. Und das ist der Song, der einen Tag später kam. Jetzt will ich ihn hören. Aber ihr könnt ruhig laut machen. Der Bass muss bumsen. Feier! Und Party im Blick. Alle wollten dahin, doch Tür zu vor der Nase führte mich nicht mal drin. Kein Problem, kein Stress, ich dreh mein Ding. Meine Bude wird zum Club, die Party hier beginnt. Erst wollten alle zur Homeparty, doch ich steh im Wind. Wenn ich da nicht rein darf, dann ist das nur ihr Verlust, mein Kind. Ich mach es halt bei dir und plötzlich wird's klar. Meine Party ist der Hit, viel krasser, wunderbar. Gegen Party, da lass ich kein anderen rein. Gegen Party, da feier dann nur ich allein. Nee? Ja, krass. Das ist, ey, das ist krass. Das ist, das, was davon, da muss ich jetzt nochmal fragen, was davon ist jetzt von dir und was davon hat also, alles eine KI gemacht? Alles hat die KI gemacht. Ich habe nur den Titel und das Genre gesagt und halt die Geschichte erzählt, also worum es gehen soll. Und der Refrain ist von mir, weil der, den hatte ich halt. Was heißt der Refrain ist von dir? Hast du eingesungen auch? Der nur von mir allein, da vielleicht keinen anderen rein. Also der Text des Refrains. Ja. Aber nur der. Zeilen, oder? Das ganze andere ist nicht von mir. Das nur zwei Zeilen sind von dir. Ja. Das ist sensationell. Alter, das geht noch weiter. Das ist ein richtig guter Text noch dabei. Das würde man jetzt, wenn man das null hören würde, würdest du denken, das ist ein professionell normales Studio. Kann man das kombinieren? Es gibt doch. Wir haben noch kannst alles Woche, oder vorletzte Woche bei RTV Home dieses Voice-Tool auch gezeigt, ne? Ja. Wo man mit sehr wenigen Voice-Samples dann die Stimme nahezu 1:1 kopieren kann. Wenn du das auch noch. Dann wäre der Song von dir, mit deiner Stimme. Deine Stimme. Das war auch das Einzige, was ich Joshua gesagt habe oder sagen würde, was ich noch gerne anders hätte, dass es halt meine Stimme ist. Ist so, ja. Aber ich glaube, es gibt halt im Moment nur ein paar synthetisierte digitale Stimmen. So diese ein AI-News-Stimme, die alle kennen mittlerweile, weil die halt immer so diese News vorliest, diese automatisierten. Ja, also ich, war so begeistert, weil nur damit ihr auch mal meinen Gedanken, warum ich das so krass finde. Ich hatte nie den Skill, diesen Ohrwurm umzusetzen. Und jetzt hast du ihn. Und ich habe noch nicht mal viel Arbeit gemacht. Und er ist sogar, ich meine, mein Refrain war mehr so, Gegenparty! Hey! Hey! Weißt du so, das wäre so in meinem Kopf der Gegenparty-Song. Der war so mehr so fettes Brot, lustig, so ein bisschen, ne? Aber der ist halt auch cool. Und jetzt kommt's. Und weil, einfach weil Joshua Bock drauf hatte, hat er das Ganze nochmal als Ska gemacht. Ach, geil. Und dann können wir uns auch anhören. Ja, mach mal. War ein Klick. Ich mach die Hausparty und die Party im Haus. Gegenparty ist die schönste Form zu feiern. Die anderen stehen draußen, ich seh schon, wie sie geiern.
Ach, was. Ich mag den Song nicht, also den jetzt, aber es ist gar. Das ist, warte mal kurz mit dem Refrain noch. Ist halt völlig anders. Da stelle ich mir so richtig schlechtes Musikvideo aus den 90ern vor, im Greenscreen gefilmt, so 15 Euro Kosten, 3 Stunden Dauer, wo sie irgendwie lustige Verkleidung irgendwie so halb zum Text singen. Und fertig ist der 90er-Hit. Krass, ich würde gerne deinen Bier-Song als Opa haben, weil Miri hat mir auch Sorge gesagt. Gegen Party! Und die hat, die nutzt das auch und die ist genauso begeistert wie du, so, ne? Das und ist so krass. Die hat irgendwie aus, ich krieg die Story nicht mehr voll hin, aber sie hat auf jeden Fall irgendwas zu einer Oper gemacht. Also auch nur einen Satz und dann als Operette sozusagen, als Genre angeben. Und das hat sie uns vorgespielt und das ist der Shit. Es ist wirklich, es ist, ne, also ja, irgendwo auch spooky, aber einfach nur, weil es, ja, weil dieser Schritt dann jetzt ankommt. Wie oft so, das vielleicht sogar schon benutzt wurde, ohne dass wir es wissen. Das ganze Beyoncé-Album. Naja, aber vielleicht auch nur der Refrain oder ein Beat, wo die, also es muss ja, du musst ja nicht mal alles machen. Reicht ja, wenn du auch ein bisschen Talent hast und ein bisschen was kannst, aber dir kommt nicht die geniale Idee oder so und dann hast du da einfach direkt, also es ist schon echt krass. Und ich meine, das kann man ja auch ohne weiteres auf wahrscheinlich Videospiele übersetzen oder Bücher, Filme, auf alles, was irgendwie in irgendeiner Form entertaining ist. Ja, sowas wie so ein interaktives Tablet, eine Geschichte, die dir erzählt wird. Und dann kannst du da wirklich komplett frei interaktiv wie in einem Pen and Paper mit dieser Geschichte interagieren zum Beispiel. Und sie zeichnet dir immer was Neues, sie erzählt es dir immer wieder neu. Also es ist krass, es ist wirklich krass. Aber letzte Woche gab es ja auch so einen Zusammenschluss, habe ich echt nur quer gelesen, aber einen Zusammenschluss von halt dann auch, wie immer, so Musikerinnen und Musiker, die halt auch sagen so, ey, wir schließen uns zusammen, damit das jetzt nicht überhand nimmt. Also genau, ne, also. Aber was willst du denn wirklich jetzt machen? Im Prinzip ist nach wie vor der Versuch, das Menschliche in der Arbeit einfach zu schützen, so. Und das ist ja auch berechtigt, ne? Also da hängt ja auch Ökonomie alles dran. Das lässt sich auch vortrefflich diskutieren, aber ja, wie bei allen AI-Geschichten, die jetzt wirklich einfach da sind, hast du dann halt die Leute, die halt sagen so, ja, aber bezahlt uns auch noch. So ungefähr. Ja, ich muss immer an, vor kurzem waren wir bei Final Fantasy 7, ne, oder so. Rebirth, oder? Rebirth, nee, ja, ihr wisst, was ich meine, nee, das war nicht 7, aber auf jeden Fall diese Rebirth-Nummer und da habe ich nur von Vincent gesehen, was der alles als Synchronsprecher vertonen musste, war einfach so eine, so und so, einfach komplett alles voll mit Zetteln, alles voll mit Texten und dann denkst du, okay, das ist eine Sprache, eine Figur für ein Spiel, rechne das mal hoch, was das kostet. Das ist allein diese eine Geschichte kostet. Du meinst, dass man das einfach in Zukunft outsourcen kann? Das wird nicht nur outsourcen, sondern es ist einfach so, du schreibst es und dann kriegst es direkt, während des Testens vertont es schon dein Hauptcharakter. Du kannst gucken, ob es gut oder schlecht ist, kannst du Emotionen hinzufügen, was wegnehmen. Und dann sagst du, okay, bitte in allen Sprachen. Und all diese Leute werden also komplett alle ihre Jobs verlieren. Und die Frage ist eher, ob man irgendwann so eine Gruppe hat von Leuten, die sagen, ich will aber nur noch biologisch, ich will nur noch echtes, echte Synchro, so wie echte Demeter nur für den Kulturbereich so halt, ne? Also wie so ein Siegel halt, ne? Also ja, so ein Kultursiegel. Non-KI. Da gibt es dann Stand-Up-Comedians, da steht dann Non-KI-Written oder irgendwie so, dass es so ein Original-Stempel ist. Das ist 100% self-made oder sowas. Bei mir beim Bäcker ist ein Schild ohne Insektenmehl. Also, ne, ihr erinnert euch, ja, pass auf, ich komme gleich zu einer Analogie. Das ist aber super. Insektenmehl ist, wird ja auch vorgeschrieben und wird auch, da wird auch gefördert, ne, dass halt immer das Insektenmehl einfach wirklich als Rohstoff mitgenutzt wird. Und der Bäcker bei mir in Ostdorf, da wohne ich, der hat einfach dieses Schild, also als Gütesiegel von wegen, nein, wir nicht, wir haben kein Insektenmehl in unseren Backwaren. Und das ist halt so das Ding, es gibt immer logische Argumente, warum das günstiger zum Beispiel ist, warum es, ne, ökonomisch sinnvoller ist, aber du hast dann immer die Menschen, die halt sagen so, oh nee, nicht mit mir. Ich will immer noch mein normales Mehl haben, so ungefähr. Das hast du ja in allen Bereichen. KI ist es ähnlich. Und ne, hier Ingo, mit dem hab ich auch ganz viel darüber gesprochen, weil er ist unmittelbar betroffen als Sprecher. Ne, Game One Sprache, Game Two Sprache, so Ingo. Wir kennen ja einige Synchronsprecher, die wir auch alle mögen, ne? Und die haben es alle schwer. Und genau, er meinte halt auch diese Flaute in, und die Angst sozusagen, auch die berechtigte Angst, weil es eine Realität geworden ist, im Synchrosprecherbereich. Die war jetzt schon da und jetzt gerade hypt das aber wieder hoch. Also jetzt gerade kommen wieder mehr Aufträge rein, weil das mitbeachtet wird. Das Menschliche sozusagen, als Gütesiegel, als Qualitätssiegel. So. Das ist ja ne? so ein bisschen das Authentische wieder, ne? Warum ist Vinyl ist ja in immer noch ein Ding? Genres. So. Ja.
Warum ist Vinyl ein Mega-Ding wieder so halt, ne? Ja, es wäre so mega, mega ist es nicht, aber ja. Naja, das ist ja, auf Vinyl ist ja das gleiche drauf wie auf Kassette oder so. Also es ist ja nur der Datenträger. Ja. Aber es ist ja so quasi nicht gestreckt. Nicht gestreckte Inhalte. Durch KI nicht gestreckt. Selbst oder sowas. Gemacht. Von Hand gemacht. Ja, das sowas. Ist, glaub, das ja. Von Menschen Hand gemacht. Ja, ja, genau. Ja. Im Prinzip das, ne? Ja, nicht so Handarbeit, ja. Nicht maschinell Handarbeit. Hergestellt. Ja, das war in, gab es ja mal die große Zeit der Found-Footage-Filme. Das war ja dann auch so der. Zu Blair Witch-Zeiten, oder? Genau, also das Blair Witch hat den Anfang gemacht und dann kamen ja unglaublich viele von diesen Filmen, die einem das Gefühl vermittelt haben, was natürlich jetzt Quatsch ist, aber das Gefühl vermittelt haben, oh, das könnte echt sein. Ja, und das ist halt immer dieser, boah, krass, ist das echt? So, stimmt, ja. Und das ist, glaube ich, ey, wir nähern uns ja einem Zeitalter an, es geht ja so schnell, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt authentisch, ist das Deepfake, whatever. Und wenn du dann aber dieses Gütesiegel hast, okay, das ist echt, oh, das hat ja direkt so ein Werte, das ist ein Wert, es hat einen anderen Wert. Ich hab mal, ich wurde mal gefragt hier für die Stadt, so Prognosen, so Business-Prognosen wurde ich mal gefragt. Und dann was? Also Business zu. Ich so einfach nur kurz Gaming mal schreiben, oder? Was ich denke, genau Moment, Moment, was. Moment, Moment. Sorry, Booty. Ja, was denn? Das, du kannst nicht immer so Nebensätze sagen. Da ruft dann einfach der Bürgermeister von Hamburg, ist der Daniel Budimann, ich wollte mal Ihre Prognose für Business, für die Stadt. Ja. Haben Sie mal ein paar Sätze für mich? Business. Weil es ist doch Bullshit, erklär das doch mal ein bisschen. Hör mal auf jetzt hier so. Ja, gut, Kurzfassung, es gibt die Hamburger Kreativgesellschaft. Aha. Die Hamburger Kreativgesellschaft ist eine GmbH, die der Stadt gehört und die haben drei Initiativen, Next Media Hamburg. Die Game City Hamburg ist da inzwischen angedockt und ein Designthema. So, die Kreativgesellschaft macht immer in den verschiedenen Formaten, fragt sich halt irgendwelche Businessleute oder aus der Kreativwirtschaft, also auch hier Jungfern-Nerd und wie sie nicht alle heißen, unterschiedliche Unternehmer, ob die eine Prognose geben für das nächste Geschäftsjahr. Und kannst du das nicht mal für uns machen? Kannst du das nicht mal für uns machen? Das wäre super, wenn du das. Pass auf, das, was ich eingeschickt habe, habe ich eine Mail zurückbekommen. Ja. Von wegen, ja, das ist schon ein bisschen sehr anders als das, was wir von den anderen kriegen. Hast du noch was anderes? Das war mein Feedback. Also, das heißt, ich gehe genauso mit meinen Themen um wie mit euch und die verdrehen auch nur die Augen. Finde ich gut, dass du uns so repräsentierst. Kein Problem, das kann ich anbieten. Ey. Mit was für Fragen du dich rumschickst? Ich habe eine Frage gekriegt für Gamefights von Fabian Käufer. Ich sag jetzt, ich will jetzt nicht spoilen, was es für eine Frage war, was ich für eine Antwort gegeben habe. Es war eine relativ leichte Frage und ich saß so da und dachte, das ist mir zu schwer. Ich weiß da keine Antwort drauf, keine Ahnung, was ich mir da vorstelle. Ich wusste einfach nichts. So eine banale, so ungefähr wie, was könnte man bei einem Joypad erfinden? Aber das Schlimme beim Und du wirst gefragt, wie ist das Business nächstes Jahr? Hast du mal eine Prognose fürs Business nächstes Jahr? Das ist aber bei Gamefights, um kurz noch was dazu zu sagen, echt gemein, weil du musst ja der Erste sein, der irgendwas nennt, gerade wenn es einfach ist, weil das ja jeder nennt und du darfst es ja nicht doppelt nennen. Das heißt, wenn du was raussuchst, was dann schon jemand rausgesucht hat, dann heißt es, nee. Und das ist immer das Schlimmste, weil dann musst du dich für irgendwas, dann fängt es an, dass du sagst, okay, ich glaube an die Sache nur zu 30%, aber dann muss ich sie verkaufen. Ja, oder wenn einer eine Antwort gibt, wo du genau weißt, die finde ich eigentlich auch gut. Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Du hast halt nur eine andere genommen und jetzt muss ich auf irgendeinem Spiel rumhacken, was ich eigentlich selber liebe. Ja. Aber das ist ja das Format, dieses Feinsformat. Ja, das macht das gerade geil. Ja. Das ist ja, aber das ist ja auch eigentlich mal so aus dem Gedanken heraus entsprungen, dass es eher ein Debattierclub ist und dass man dann zwangsläufig auch mal eine Position vertreten muss, hinter der man gar nicht steht. Weil sonst ist das Format einfach nur, wer hatte die beste Idee. Mhm. So, und dann ist das aber ja lame. Dann kannst du einfach deine Idee droppen und dann wählen die Leute, ja, ich finde auch, das ist das beste Spiel, alles klar. Es ist doch lame. Es geht ja darum, wie jemand verargumentiert, dass es das Beste ist. Und je schwieriger die Ausgangsposition ist, die man hat, desto mehr kann man ja auch wieder aus der Argumentation herausholen, weil das ungleich schwieriger ist. Ey, ich weiß, also, erinnere dich noch an Frank Thelen, als wir Höhle der Bohnen gemacht haben. Ja. Bumsen jetzt. Bumsen jetzt. Bumsen jetzt. Klar. Oh Gott. Bis heute hat er eine gute Idee. Keine Kohle überwiesen. Ich mache kurz nur den Faden zu, den ich kurz mal in den Raum geworfen habe. Also ich habe zuerst geschrieben, tatsächlich die analoge Transformation, weil in diesem ganzen Business-Sprech die letzten Jahre war immer digitale analoge Transformation. Ganz kurz. Ja. Analoge Transformation. Ja. Was ist das? Das ist die Rückbewegung hin zu dem Menschlichen, also das heißt wieder den Wert im Analogen, Menschen zusammenbringen, Kommunikationsthemen, dass das als Trend in der Notwendigkeit wieder mehr Gelder kriegt und dass sich das dahin, also na, ich gucke mir dann halt irgendwie an, welche Events gibt es, wie viele Investitionen gibt es im Eventbereich, um die Menschen wieder zusammenzubringen und da kannst du eine Tendenz ablesen, so eine Tendenz, dass da mehr Geld reingesteckt wird. Und deswegen habe ich das Thema genommen, habe gesagt, so ein Trend wird es sein, die Menschen, also tatsächlich, obwohl Meta am Start ist, Metaverse und Apple Pro, wird es aber in die Bewegung gehen, dass die Leute dem Analogen wieder mehr Investitionen, mehr Fokus geben. Einen Schritt voraus.
Und die, bist schon bei der Gegenbewegung, dem ja gerade erst erstarkt. Genau, die haben mir sehr freundlich, haben die einfach gesagt, ja, das ist schon sehr anders zu allem anderen. Und dann habe ich einfach nur geschrieben, okay, Discord ist der heiße Scheiß. Weil die kennen halt Discord zum Teil halt nicht. Und ich habe dann einfach nur Discord genommen, habe dann nochmal geguckt, okay, was ist Discord? Kennen Sie dieses Discord? Wie viel Discord wert sind die im Business-Kontext irgendwie? Und habe einfach nur gesagt, ja, Discord macht es im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen eigentlich total richtig. Und nur gewisse Marken haben das als Tool noch gar nicht richtig genutzt. Aber Discord hat eine krasse Geschichte so, ne? Und dann gibt es halt so Marken wie Porsche oder wie Gucci tatsächlich, die haben dann ihre eigenen Discord-Server. Und Vinny Chase. Ja, aber da, und dann habe ich, runtergebrochen, habe ich einfach nur gesagt, ja Leute, es gibt Discord, das und das sind die, die haben in den letzten Jahren das und das gemacht, das heißt, die Marken haben das schon gerallt, das sehe ich als Trend für das nächste Jahr, dass mehr Leute Discord checken. Mehr habe ich nicht geschrieben dann. Und das war dann okay, so. Das ist ja voll die enttäuschende Geschichte. Ja, wir haben früher nichts anderes gemacht. Wir sind nur rumgetingelt und haben den Leuten versucht, Twitch zu erklären, als Twitch noch gar nicht da war, so richtig. Ich habe Twitch bis heute nicht verstanden. Ich auch nicht. Ja. Aber das machen wir schon unser Leben lang, ne? Erst haben wir irgendwelchen Sendern versucht, Games zu erklären, dann versucht man irgendwelche Leute. Oder Internet haben wir erst Leuten versucht zu erklären, ne? Bei Giga. Dann, es geht immer, weil du musst immer irgendwem was erklären. Und dann machen andere damit Geld. Exakt. Ja, das ist, wir sind diejenigen, die sagen so, ey, was ist das? Geht das? Ist das geil? Und dann sagen die, ja, das ist geil, das ist richtig geil. Und dann machen die halt was draus und wir spielen aber weiter so. Ich möchte nochmal auf deinen Bäcker zurückkommen, weil ich finde das Konzept genial, Sachen auszuschließen, die da eigentlich gar nicht reingehören. Sowas wie nur bei uns ohne Schrauben. Ohne Blut. Ja, kein Blut, keine Schrauben, so einfach Sachen, die du nicht drin hast. Weil du fixst damit alle anderen, die das nicht drauf haben. Die schließen es nicht. Weil du denkst dir so, okay, heißt das, in der anderen Milch ist eventuell Blut, ohne Blutreste, du musst es so ein bisschen... Oh, das ist gemein, ey. Auch bei euch, filtert ihr das auch bei euch? Ohne Blutreste, oh, bei dir? Ja, die anderen, die filtern das, da steht, die haben nichts, keine Autoreifen, kein... Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Also, falls ihr noch... Stell dir mal vor, du findest eine Milch. Nimm Gelatine. Also ich, natürlich durch die Kinder habe ich eine deutlich bessere Übersicht über welche Süßigkeiten werden eigentlich angeboten. Und jetzt gerade ganz viel ist halt gelatinefrei einfach so, ne? Also das ist nicht nur ein Trend gewesen, sondern es... Ja, aber das ist, glaube ich, weil Gelatine doch nicht halal ist, oder? Genau, richtig. Oder hier, was ist es hier? Ist Gluten. Ich habe bis heute keine Ahnung, was das ist. Aber irgendwo gibt es dann Produkte, wo drauf steht... Ja. Glutenfrei und ich denke mir, und laktosefrei und sowas, ja. Ist wahrscheinlich besser ohne Gluten. So. Ja, wenn funktioniert du, also, ja schon. Kennst du von den Space Frogs? Einer von beiden ist sehr, ist extrem allergisch. Also es gibt wirklich diese Leute, die halt bei dem kleinsten Gluten irgendwie völlig. Ja, ja natürlich. Völlig, ich weiß trotzdem nicht, was es ist. Wenn es einen halt nicht interessiert, weil es bei einem nichts auslöst, dann ist das so, geht das so völlig an einem. Aber was ist Gluten? Na, das kann ich jetzt nicht sagen. Sag ich doch, das weiß kein Mensch. Ich wollte es dir nicht erklären, ich wollte darauf aufbauen. Auf diesem Nichtwissen wollte ich aufbauen. Aber wir sind schon relativ tief drin. Also lass mal versuchen. Ich weiß auch nicht, was Gluten ist. Gluten ist ein... Es ist irgendwas, was in den Stoffen ist, mit denen halt unter anderem Hefe und sowas Brot gebacken wird. Können wir nur die KI sagen, was Gluten ist? Die sollen einen Song machen. Diese KI soll einen Song machen, die erklärt, was Gluten ist. Das ist gut. Aber auch so welches Genre? Welches Genre? Das müsste so, hier, so Biene Maya. Biene Maya? Aber da müssen wir jetzt einen geilen Rhyme für den Refrain uns schon überlegen. Sonst ja, ich will Gluten verstehen. Was sind denn Kalorien? Was genau ist das? Die Einheit um... Die Einheit, aber... Die Energiemenge. Ja, aber das ist auch, oder? Ja. Die Energiemenge, die da drin steckt. Kilo pro... Naja, weil es kann ja ist egal, wo die Energie herkommt, aber das ist die am Ende die Menge. Aber Zuckermenge oder Fleischmenge ist am Ende dieselbe Menge Kalorien, das meine ich. Also 1000 Kalorien in Zucker ist dasselbe. Maßeinheit für Energie. Ich denke auch, ich bleibe menschlich. Bei Energie. Also ich kann jetzt nur nicken, weil ich weiß es halt nicht. Keiner weiß es. Es klingt plausibel, aber ob es stimmt, kann ich nicht sagen. Eine Kilokalorie sind 12% Gluten. Statistisch. Wie viele Kalorien sind in einem Gluten? Irgendwas in meinem Hinterkopf, da meldet sich gerade was. Das ist eine Einheit, irgendwas, ein Kilo Joule oder so, ist, glaube ich, das, was verbrannt wird. Oder eine Kalorie ist das, was verbrannt wird bei irgendeiner vordefinierten Aktion. Irgendeine Sache, und da wird, also ich weiß es auch nicht, aber es gibt, die haben das mal gemessen und haben das damit berechnet. Aber ich habe vergessen, wie. Wen könntet ihr jetzt anrufen, der das wüsste? Wie so ein Telefonjoke. Ja, ja, ich hätte also jetzt nicht wie ChatGPT, sondern wirklich wie ein Mensch, der, wo du weißt, dem vertraust du auch, egal ob er recht hat oder nicht, der das erklären könnte. Absolut. Habt ihr jemanden? Ich hab einen Professor, Digga. Alter. Ich habe einen Professor am Start. Den rufe ich an. Ja, wenn der das nicht weiß, kann ich ihm das sein Leben lang vorhalten. Also jemand, der hieb- und stichfest erklären kann, was Kalorien sind. Kilokalorien. Also ich wüsste jemanden, Sophia. Smart. Ja.
Das könnte gut sein, dass sie das weiß. Sie kann auch, ja, die hat Bio studiert, Alter. Also, ja, die weiß das. Ja, aber jeder hat ja auch irgendwas studiert, ne? Also studieren bedeutet erst gar nichts. Ich hab fast alles studiert. Würdest du Ede wegen Jura anrufen? Der hat doch das macht 2 Kilokalorien, ne? Ey, Leute, apropos Jura. Ich bin in einer Jura-WhatsApp-Gruppe. Ich bin in einer Jura-WhatsApp-Gruppe. Ja, schick uns immer die neuesten Fälle zu. Nee, aber ich bin in einem. Ich fange mal anders an. Okay. Ihr wisst ja, wer ist euer bester Freund? Simon, wer ist dein bester Freund? Genau. Nils? Hm? Eddie. Pudi? Eddie. Ja. Richtig. Und weil ihr mich so liebt, habe ich für euch alle Geschenke heute dabei. Nein. Mhm. Aber was denn? Nee, ich bin gespannt. Ich frag mich, wie du da reinkommst. Das ist dein Rucksack? Das ist mein Rucksack. Ja, dann hast du wirklich was dabei. Ich habe wirklich Geschenke für jeden von euch dabei. Aber wie kommt Jura da ins Spiel? Das macht mich misstrauisch. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Bürgerliches Gesetzbuch von 19. Ich habe für jeden von euch Geschenke dabei. Budi kennt sein Geschenk schon. Nice. Und zwar habe ich für Budi folgendes Geschenk dabei. Jetzt bin ich ja wirklich überrascht. Die ersten 5 Bänder von Dragon Ball S. Alter! Super. Geil. Das ist ja wirklich ein echtes Geschenk. Mega geil. Noch bin ich skeptisch, aber. Ja, ich weiß. Ja. Ich frage mich, ist das Werbung für irgendeinen Merchandise? Nein. Es ist einfach, weil ich ein guter Typ bin und euch lieb hab. Ja, so. Das ist für Simon. Was? Das sind die ersten 5 Original. Das sind die ersten 5 Original Spider-Man Comics, also quasi die Origin-Geschichte, in einem dicken. Und noch verschweißt, das muss Millionen wert sein. Und Nils, du kriegst diesen Stock. Und für Nils habe ich auch ein Geschenk. Ja. Und zwar diesen 3-in-1 Bartrasierer. Okay, ich verstehe. Ey, sag mal, wie. Eddie, so vom Wert her. Willst du das hat Nils schon am meisten? Das ist jetzt nur also, die, Nils Rasierer scheint. Das sind Geschenke für euch. Aber warum? Ich traue dir auch nicht so recht. Es ist lustig, ich bin so nett zu euch und keiner von euch. Und nein, ich denke, das werde ich gleich umgebracht. Erstmal, Dankeschön, Eddie. Wo ist hier der Haken? Dankeschön. Ja, aber du stirbst jetzt nicht oder sowas, ne? Das sind deine Einkäufe, ne? Ich kann das jetzt nicht. Doch, Nils hat es jetzt schon erraten. Ich habe eine schwerwiegende Krankheit. Ich werde nicht mehr lange leben und was ich wollte, dass du als letztes von mir einen Rasierer kriegst. Damit er dich einmal rasiert sieht. Ey, das ist, nein, ich finde das wirklich lustig. Ich kann es doch noch nicht genau zuordnen. Einfach so eine Bescherung jetzt oder was? Da muss doch was hinterstecken. Da ist auf jeden Fall was dahinter. Und warum die Jura-Einleitung? Ich bin halt einfach ein guter Typ. Ich bin einfach wirklich ein liebevoller, empathischer Mensch. Ich freue mich sehr, aber das ist ein sehr gutes Geschenk. Ja, es ist wirklich einfach was, wo ich sage, es ist mir wichtig, dass ihr glücklich seid und dass ich einen Teil dazu beitragen kann. Und wenn es nur ein ganz kleiner Prozentteil ist, dann macht mich das glücklich. Hast du im Lotto gewonnen oder irgendwas? Es wäre schön, aber dann wäre es eigentlich traurig, dass ich dir nur einen Rasierer schenke. Ja, ja, aber umso geiler wäre es dann eigentlich, finde ich. Es ist wahr, ich habe 600 Millionen Euro gewonnen und du kriegst einen 40-Euro Rasierer. Was ist mehr wert? Wenn du sagst, okay, ich schenke euch jetzt einmal 10.000 Euro oder je nachdem, wie hoch der Gewinn ist, lasse ich euch in irgendeiner Form daran teilhaben. Oder ich schenke euch jeden Tag eine Kleinigkeit. Und dann jeden Tag gibst du ein Geschenk, Euro, wo irgendwas drin ist. Nee, pass, ich habe diese Idee, diese Lotto-Gewinn Fantasie, die habe ich schon so oft gehabt. Und es ist immer auch eine Frage, wie viel gewinnt man? Mhm. Es hat ja jetzt in Amerika hat jetzt so eine, hat denn diesen, was weiß ich, American Super Lottery, was auch immer, Jackpot gewonnen, die ist Milliardärin ist der geworden. Super Bowl? Milliardärin. Nee. Ja, ja, die hat, glaube ich, 1,2 Milliarden Dollar gewonnen. Oder irgend sowas. Ja, irgendwie, es ist völlig irre. Ja. Das ist so typisch amerikanisch. Also, das ist nochmal. So viel brauchst du gar nicht. Ja, aber der war ja auch irgendwie 25 Jahre lang, oder keine Ahnung, ich weiß, kriegt die Zahlen jetzt, aber der ist jahrelang auf jeden Fall nicht den Jackpot gewonnen und deshalb ist er so hoch. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, also wenn ich jetzt 2 Millionen gewinnen würde, dann wären das auch eure Geschenke. Ja, das schmeiß ich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Millionen gewinnen würde, also bei 20 Millionen werdet ihr auf jeden Fall fein raus, glaube ich. Was? Ja. Du würdest mir Geld geben, wenn du 20 Millionen kriegst? Wenn ich 20 Millionen gewinnen würde. Das denkst du jetzt? Aber dann denkst du dir, was hat er eigentlich für mich gemacht? Warum soll ich ihm jetzt 100.000 geben? Das kostet mich 200.000. Also warum soll ich ihm 200.000? Der 20 Millionen, der Budi 200.000. So also ich würde auf jeden Fall. Ja, also ihr würdet schon. Bei 20 Millionen würdet ihr auf jeden Fall schon einen dicken Batzen kriegen.
bei 50 Millionen würde ich jedem von euch ein Haus kaufen. Aber was für ein Haus? Jetzt also nicht so neben mir. Nicht mit Renovierungsrückstau und sowas, sondern schon. Nee, ja, nimm dir. Sagst aber du das jetzt nur, damit wir dir ein Haus kaufen, wisst ihr, was, wir mal gewinnen? Merkt ihr, was gerade passiert? Also, das ist ja, das ist eine sehr interessante Dynamik gerade, weil Geschenke. Du holst dein Säcklein raus und beschenkst uns wirklich. Ja. Damit etablierst du erstmal grundsätzlich, dass du derjenige bist, der schenkt. Dann machst du eine völlig hypothetische Geschichte auf, also eine fiktive Geschichte, noch mehr wo du sagst, ey, wenn ich schenke ich euch, und alle so, wow, das würdest du machen. Und du hast quasi schon den Status, als wenn du das gemacht hättest, weil du das durch die kleineren Geschenke etabliert hast, dass wir jetzt durch die Gegend laufen und die eigentlich schon dankbar sind, obwohl das ja noch gar nicht passiert ist. Aber ihr könnt mit der Fantasie schon mal rumspielen. Ja, aber ich habe ja die Fantasie, dass ich selbst im Lotto gewinne, auch schon mehrfach mich dran berauscht. Aber wie gesagt, es muss schon nichts. Das Problem ist, ihr seid ja nicht die Einzigen, die dann was kriegen. Ja, ne? Familienmitglieder und so weiter. Man muss das schon. Das Problem ist, ich kann ja schlecht sagen, ich habe Simon ein Haus gekauft und meiner Schwester nicht. Ja, das verstehe ich natürlich. Ja, aber, das heißt, es muss natürlich schon eine Summe sein, so dass ich alle, die mir nahestehen und die mir wichtig sind, versorgen kann auf einem gleichen Level und trotzdem ein riesengroßer Anteil noch bei mir bleibt. Das ist halt sehr wichtig in dieser Rechnung. Man muss so laben, dass man wirklich geben kann, ohne dass man es merkt. Habt ihr das mitbekommen mit der österreichischen Frau? Weiß gar nicht mehr, die hat geerbt 20 Millionen oder auch sowas, ähnliche Summe, und hat 95% oder so gestiftet. Noch ganz jung, ne? An so eine, ja, so eine Junge, und hat dann, glaube ich, so ein Gremium aus 50 Leuten entscheiden lassen, was mit dem Geld passiert. Und dann hat sie ja wirklich bis auf 2 Millionen, die sie dann für sich als Sicherheit zurückbehalten hat, um ein Leben führen zu können, hat sie das gespendet. Und was ich erstmal krass finde, mega, und dann habe ich aber ein Interview mit ihr gesehen, und der Fragesteller fragt sie so, ja, warum denn nur 95%? Warum denn nicht alles? Sagt ein Typ, der wahrscheinlich so nichts gegeben hat. Da ist eine Frau, die wirklich einfach also sowas richtig, richtig Gutes macht. Und aber die Frage ist ja berechtigt, weil, also ernsthaft, ich hab ihren Namen auch vergessen, die war bei Thilo Jung zum Beispiel, auch ein langes Interview. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das sogar aus dem Interview kommt. Nee. Nee? Nee. Aber ihm würde ich diese Frage auch nicht zutrauen, ist das falsche Wort, aber er würde die Frage, glaube ich, auch stellen, weil wenn du schon dabei bist zu spenden, also damit überprüfst du ja die Motivation. Also was hält dich, na, so? Ja, aber das ist halt schwer. Ja, die Motivation ist, dass ich auch ein gutes Leben führen kann. Ja, also ich meine, das ist doch eine unglaublich arrogante, da würde ich wütend werden. Da würde ich 95% wieder zurücknehmen. Nach der Frage würde ich mein Geld ohne Scheiß wieder. Es sind jetzt nur noch 70%. Würde den Check nehmen, würde ihn einfach so einstecken, würde rausgehen, Mikro abputzeln, hinlegen. Und dann am Ende noch schnell vor die Tür kacken. Aber ich würde definitiv. Ich würde sagen, bedankt euch bei Thilo Jung, dass ihr gar nichts kriegt. Ja, das wäre. Was für eine unfassbar arrogante Frage. Das war jetzt jemand, nicht Thilo der gerade so viel gemacht hat. Ja, das ist so typisch aber auch. Ja, aber dann will ich, glaube ich, aus dem Vibe, weil das. So meine ich das aber nicht, ne? Deswegen. Naja, das sagen sie bei den ganzen Milliardären ja auch immer so, wenn dann mal einer spendet, irgendwie 100 Millionen, sagen sie, ja, er ist trotzdem noch mega reich. Ja, er hat aber auch 100 Millionen gespendet. Ja. So. Worüber beschwerst du dich jetzt? Dass das 100 Millionen sind? Das ist doch bescheuert. So, gönnt den Leuten doch, wenn sie was spenden, dass das die Menge ist, die sie schon für adäquat haben. Ich finde das nochmal eine andere Dimension, ehrlich gesagt, wenn du Milliardär bist und ich habe keine Ahnung, was deren Relation ist. Es vielleicht gar nicht so. Doch, weil die nicht 95% ihres Vermögens spenden. Aber vielleicht setzen die das von der Steuer ab, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Am Ende will die ja auch nicht verteidigen, so, aber Gates zum Beispiel hat ja längst in seinem Willen eingeschrieben, dass 99% woanders hingeht. Also, okay, eine Stiftung ist auch wieder nur so ein Ding, ne? Aber egal, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich meine, ich finde nur von den, also wenn jemand 20 Millionen hat, ich glaube, es waren 20 oder whatever, jedenfalls 95% zu geben, das ist schon was anderes als 100 Millionen, wenn man Milliardär, mehrfacher Milliardär ist und dass du dieses Geld wahrscheinlich gar nicht ausgeben kannst. Ja, nur, also, aber da gehst du jetzt auch so ein bisschen in diese Richtung, wo ich denke, naja, aber 100 Millionen auf der Habenseite für Leute, die es brauchen oder nicht. Also wenn die Trotzreaktion ist, ja, weißt du was, dann spende ich gar nichts mehr. Wenn ihr nur happy seid, ihr Plebs, wenn ich irgendwie 90% von meinen Milliarden spende, nein, ich meine, wenn ich jetzt unabhängig davon, wie viel Prozent ich spenden würde, würde ich trotzdem sicher gehen wollen, was damit passiert, damit es eben nicht einfach nur take it und pff, weg. Ach, ist. Gut, das ist ja ein anderes Thema. Das meine ich damit. Und aus dieser Perspektive macht es natürlich Sinn, natürlich zu fragen, also wie hoch ist es, was ist die Intention davon? Und auf Basis dieser Frage und der Beantwortung dieser Frage werden Regeln erstellt, die dann, und da kenne ich mich auch nicht aus, in Treuhandfonds nach Regeln halt bewertet wird. Wer hat Zugriff auf dieses Funding, auf dieses Geld tatsächlich? Also wenn Leute von außen sich dann halt, wie auch immer, bewerben, was für einen Prozess gibt es? Also wer
kriegt Geld davon und wie viel Geld kriegt man davon, da musst du ja Argumente haben. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, ja, ich hätte ja auch gerne was von den 95% oder 50% oder 100%. Es muss ja verargumentiert sein, weil sonst verpufft es. Weil bestenfalls bei einer Investition, und ich glaube, das macht diese Person so ein bisschen anders, weil ihr geht es halt auch um, ne, also da geht es dann eher in Richtung Steuerlast. Also sie will ein Beispiel auch dafür sein, so habe ich sie verstanden, dass die Lehnen, die halt auch über Erbschaften viel Geld verdient haben, dass es auf jeden Fall notwendig und gut ist, so oder so Geld rauszugeben. Also das heißt, ne, also sie stößt sozusagen eine radikalere Art und Weise an. Ja, genau, weil sie sagt, dass Erben halt im Grundsatz quasi nicht fair ist. Die Welt ist halt natürlich im Allgemeinen nicht fair. Aber das ist ja ihr Gedanke so gewesen, ne? Zu sagen, dass dadurch, dass sie es geerbt hat, dass sie es zurückgeben will. Und ich finde halt, wenn du Milliardär bist und 100 Millionen gibst, das ist auch mal die Frage, was opferst du? Ist das eine Zahl auf deinem Konto oder ist dein Lebensstil durch diese Spende reduziert? Also verzichtest du auf eine Yacht, verzichtest du auf eine Villa, verzichtest du, auf was verzichtest du? Und wenn du auf 95% deines Vermögens verzichtest und sagst, okay, die ist ja noch jung, ich habe jetzt 2 Millionen, damit kann sie ein sorgenfreies Leben führen, aber auch kein super luxuriöses, wenn sie sagt, okay, das spare ich mir für den Rest meines Lebens auf, so, dann ist sie immer noch besser gestellt als die meisten anderen, aber das ist nichts, wo du in Saus und Braus lebst. Und deswegen finde ich schon einen Unterschied, wenn du keinen Unterschied in deinem Lebens Stil feststellst durch die Spende, ist das was anderes. So. Aber das Opfer, was man bringt, ist ja nochmal eine andere Bewertung, weil das tatsächliche Geld, was jemand kriegt, ist ja das, was den Unterschied macht. Ob der dann trotzdem auf einer Yacht lebt oder in einer Einzimmerwohnung, das ist, meine ich, ist eigentlich, klar, verlangt es ihm nicht so viel ab. Das heißt, man müsste dann diese Person vielleicht nicht so auf so einen Sockel stellen, weil es ist jetzt nicht so ein krasses Opfer für einen Milliardär. Auf der anderen Seite kann mir das ja egal sein. Warum ist die Summe für mich mehr wert, wenn ich weiß, dass die Person, die sie geschenkt hat, jetzt kein luxuriöses Leben mehr leben kann? Mhm. Natürlich ist das in der Bewertung der Person, wie bereit ist die Person zu verzichten? Da spielt es eine Rolle, ja? Also wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt so, ja, ich habe hier 100 Millionen gespendet, ich bin der netteste Typ der Welt, dann sagt man, ja gut, du hast aber auch 10.000 Millionen. Ne? dann ist das natürlich, die Gutmütigkeit ist dann nicht mehr so gut. Aber die Summe an sich ist immer noch da. Die ist immer noch da. Das Essen wird gekauft von diesem Geld und ist mehr als bei jemandem, der 95% und dann nur 20 Millionen abgibt. Also ich will das in keinster Weise, ne, ich finde jeden, der spendet, gut. Die Menge ist egal. Ich finde halt diese Reaktion, immer nachzugucken, ja, was hat er denn? Wie viel ist das denn wirklich? Tut es ihm weh? Es ist, ja, muss, das ist die Frage, muss der Schmerz sein, damit die Spende, ich sag mal, authentisch ist? Das ist so eine Frage, da könnte man drüber reden. Ich habe eine sehr gute Geschichte, die trage ich seit Monaten mit mir rum und konnte sie nie erzählen. Jetzt ist der perfekte Moment. Mach ein Lied raus. Ich war, vielleicht. Ich war hier am Bahnhof und wollte nach Berlin fahren und habe gewartet und gewartet und gewartet. Und wie immer am Bahnhof sind dann ja auch Leute, die um Geld fragen und so. Kennt ihr ja sicherlich, ne? Die einen anschnacken. Influencer. Nein, das sind die mit der Kamera Geld spenden und das dann irgendwie so, das sind die. Auf jeden Fall kam dann jemand auf mich zu, meinte, ob ich was habe und ich fühlte mich generös und mach so mein Portemonnaie auf und greif so rein, nehme einen Schein und sehe, es ist ein 100er. Und hab ihn aber schon in der Luft. Er ist schon, die Transaktion ist schon halb fertig. Ja, ich wollte einen 10er, hab einen 100er genommen. Und der Typ guckt mich natürlich an, denkt auch erst, okay, das muss ein Fehler sein. Und ich mache natürlich nichts, weil ich mir denke, ja gut, ich werde jetzt nicht das Geld wieder einstecken. Das geht, da würde ich definitiv in die Hölle kommen. Da gibt es wahrscheinlich eine extra Tasche in der Hölle für Leute, die einen 100er wieder zurücknehmen. Du hast nicht 100 Euro gegeben. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Und dann habe ich ihm einen 100er gegeben, der war so fucking happy. Ich habe noch nie in meinem Leben heute jemanden, weißt du, wie viel Heroin du dafür kaufen kannst? Ich habe noch nie in meinem Leben einen so glücklichen Menschen, der so für einen Moment einfach es nicht fassen konnte, gesehen. Wobei ich nicht sagen will, dass Geld jetzt für irgendwie die Lösung ist. Aber der Typ kam dann so an und hat mich umarmt. Uch. Und das Portemonnaie geklaut. Das wäre ein gutes Ende gewesen. Noch so den 2, noch den 10er raus. So, ich habe gesehen, da war nur ein 10er. Nee, und dann hat er mich umarmt. Und es war unscheiß, es war auch so ein Moment, wo ich echt eine Umarmung brauchte. Und es war unscheiß. Ja, du hast sie gebraucht. Ich habe sie in dem Moment wirklich gebraucht. Und ich sag mir, das war im Nachhinein dachte ich fast, habe ich ihn jetzt bezahlt dafür, dass er mich umarmt? Dass er mir ein bisschen emotionale Wärme gibt? Ja, kannst du mir auch die 100 Euro geben? Ich umarm dich auch. Ich hab's nicht dasselbe. Du machst das nicht mit derselben Dankbarkeit. Bei 100 Euro probier's mal aus. Ich sag euch, ich muss da immer noch dran denken. Und das war die 100 Euro definitiv wert, weil ich mir irgendwie im Nachhinein denke, das war für ihn einfach so ein Zeichen, okay,
es existiert noch. So. Es existieren immer noch Leute, die dich sehen, die dir versuchen zu helfen. So. Weißt du, was ich meine? Nicht so diesen Euro, damit er die Fresse hält und weggeht. So. Sondern selbst 10 Euro wäre schon viel gewesen. Also Geld. Aber was ich meine, ist, wie gesagt, dieser Huni, natürlich tat es mir weh. Ich habe mich auch schlecht gefühlt, weil ich dachte, ey, du bist so ein Spacko. Jetzt trauerst du diesem Geld hinterher. So. Ja, aber zu Recht. Weißt du, so, ich konnte nicht mal diese gute Tat genießen. Naja, kauft sich halt dafür eine Woche lang Crack. Ja, weiß ich. Vielleicht auch vielleicht nicht. Kauft vielleicht aber geht auch er einmal richtig no, geil. Der meldet sich damit bei der Universität an und geht auf. Make one the bad choice. Wer weiß, ey, so, wer weiß. Ja, also, weiß. Aber auf jeden Fall war das für mich ein ganz toller Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht bezahlen müssen, aber das war so ein extrem menschlicher Moment von einer Intimität mit jemandem, den ich normalerweise jetzt nicht umarmt hätte. Der das echt aus einem Impuls der enormen Dankbarkeit raus gemacht hat. Und irgendwie hat sich da was übertragen. Also, ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie. übertragen, okay? Ja. Aber es ist halt, ja. Aber es ist ein guter. Ey, ja, Respekt. Nee, eigentlich wollte aber ich das nur rein. Aber die Frage ist ja, ich leide auch nicht. 100 Euro kann ich mir auch leisten. Trotzdem hat es ein bisschen mehr wehgetan. Also, so, das passt ja ganz gut in die Geschichte jetzt gerade. Ja, aber das, du hast gesagt, Geld ist, löst jetzt nicht das Problem. In dem Fall halt schon. Das meine ich damit. Oder es schafft ein Problem. Wer weiß, wenn er sich eine Flasche Schnaps gekauft hat, so eine große. Ja, gut, da theoretisierst du darüber. Aber bei dir hat es ja scheinbar wirklich was gemacht. Also, das ist ja das. Die Umarmung war es. Für mich war es dieser Moment der Menschlichkeit irgendwie, dass jemand einfach dankbar ist und das ausdrückt. Das war irgendwie, das kriegt man so wenig heutzutage nur noch. Ey, Respekt. Also wirklich Respekt. Also, dieser war ein Fehler. Ja, ich, Alter, hab 100 im Portemonnaie, aber ja. Naja, ich habe jetzt gerade gar nichts im Portemonnaie, aber ich bin sicher nicht der Einzige, dem das passiert ist. Ich wette, es gibt doch Dutzende. Doch. Also 100 Euro. Aber weißt du was? Ihr sie wieder eingesteckt. Nein, klar, ich hätte gesagt, ich hätte gar nichts. Den brauche ich noch. Also erstmal habe ich keine 100 Euro, sehr selten 100 Euro im Portemonnaie, sehr, sehr selten. Du hättest den eingesteckt? Na klar. Ich hätte erstmal seine Augen mit Tränen. Erstmal hätte ich. Aber das wusstest du. Hätte ich nicht. Erstmal gucke ich ja erstmal im Portemonnaie. Ja, ich war wirklich abgelenkt. Und dann hätte ich, also ich finde 10 Euro schon eine coole Nummer. Und dann, ich glaube, mir wäre das gar nicht passiert. Und wenn hätte ich irgendwas gesagt, oh shit, den brauche ich noch, das war ein bisschen viel oder sonst was. Und da hätte ich wieder drüber nachgedacht. Ich bin jetzt der die bösen Kommentare kriegt. Ja, bitte. Aber ich gebe auf gar keinen Fall irgendeinem Penner am Bahnhof irgendeine Kohle. Weil ich enable den ja nur. Das ist ja nur der nächste Schuss. Also sorry, das ist ja ein Irrglaube. Wir haben ja ein soziales System, das theoretisch auch funktionieren würde, wenn du es versuchen würdest. Und also ich will jetzt da nicht sagen, dass alle. Ne, aber ihr wisst, was ich meine. Also, das ist für mich ist das Enabling pur für Enabling pur. Enabling pur, was? Ja, weil er halt kein Geld hat. Ja. Aber. Ach so, ich glaube, das schon so von ich glaube, hier gab es gerade Wortwitz, Missverständnis. Ich habe keinen Witz. Ich verstehe es aber auch nicht. Pur heißt arm. Ach, Enabling pur. Ah. Okay, das war jetzt aber multilingual, da brauchen wir echt eine AI. Okay. Wenn Nils Bumhoff auf Englisch anfängt, haben wir alle verloren. Er ist vorbei, ne? Nein, aber ich glaube einfach, dass, also klar, bei so Hinz und Kunz und so, wo das irgendwie, wo du weißt, was vielleicht dann auch passiert und so, das ist nochmal was anderes, aber wenn ich da irgendeinen so Junkie sehe, der da irgendwie, da gebe ich den, der kriegt keinen Cent von mir. Aber das, hat er nicht recht, auch? Also das ist ja, ne? Ja, also, zu Recht. Ich habe. Egal, ich habe danach eine Frage. Ich will das überhaupt nicht absprechen, das mache ich damit. Also mir geht's halt auch so, wenn ich auch merke, irgendwie da kommt jemand und das ist einfach, also blöd gesagt, da ist es klar irgendwie, was da geht's wirklich einfach nur ums Abcashen etc. Aber bei meiner Regel ist, ich habe immer Kleingeld in der Tasche, immer 2 Euro mindestens. Warum? Ist schon eine Regel, das mache ich zwar nicht immer, aber wenn ich jemanden treffe, dann gebe ich das halt ab, jeden Tag. Aber schau mal. Das ist der Punkt. Und ist egal, ob das, ne, also das schützt mich auch davor, ins Portemonnaie zu greifen, weil ich weiß, dass ich immer in der Hosentasche mindestens 2 Euro habe. Und wenn ich das auch getan habe, dann ist das für mich auch die Regel, jetzt nicht mehr. Nee, du Junkie. Ja. Na, was? Du steckst nur in Instagram und schon mehr machen, als nur die Hand aufhalten, da gebe ich dann auch nichts. Wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der vielleicht jetzt nicht direkt nur Bier kauft. Cheeseburger. Also ey, will jemand einen Cheeseburger? Ich glaube, der wahre Grund ist, und das kannst du ruhig zugeben, weshalb du das gemacht hast und auch so viel gegeben hast, ist, weil es gibt diese ganzen Videos auf Instagram, wo Leute gehen dann zu jemandem und bitten um Hilfe oder fragen nach Geld. Und wenn die Person dann sagt ja, dann wird sie mit einem Vielfachen des Einsatzes zurückbelohnt.
Habt ihr bestimmt schon ganz oft gesehen. Nie, kommt jemand noch nie und fragt, gesehen. Ja. Ach, so eine Art Gegenprank. So sagt jemand, hey, sorry, könnt ihr mir mal aushelfen? Ich brauche einen Liter Benzin an der Tankstelle. Dann kriegst du 100 Liter. Und dann sagen wir 10 Nein und dann eine Person sagt ja. Dieser Tankwagen. Und dann mysteriöserweise sind da aber auch zwei verschiedene Kameras mit dabei und so. Also aber ihr kennt diesen Trend. Jemand du fragst jemanden um Hilfe, welche Art auch immer, ob es Geld ist oder irgendwas anderes. Und die Person, die dann sagt, ja, die kriegt dann irgendwie hier sind 100 Dollar oder whatever. Oh, das habe ich voll gebraucht heute. Und du hast wahrscheinlich einfach gedacht, ey, wie hoch ist die Chance? Andere spielen Lotto, da ist die Chance. aber wie viele Influencer gibt es? Wie hoch ist die Chance, dass die Person jetzt zu mir sagt, was, du hast mir geholfen, du kriegst das Zehnfache dessen, was du mir gegeben hast? Das ist passend zu Simon. Bei Simon ist es exakt so passiert. Ja, okay, Hunderter, Das war einfach der Und dann Moment. Umarmung und dann was wär's? Relief. Mhm. Aber du bist da mit Sicherheit nicht mit Intention reingegangen, im Sinne von, du gibst ihm jetzt Geld. Nee, also ich kannte das gar nicht. Ich dachte, der Trend ist noch bei, ich filme, wie ich jemandem übertrieben viel Geld gebe. Ich dachte, darauf läuft es jetzt gerade hinaus, weil das war ja auch mal ein Trend auf TikTok. Ja. Bis dann Leute gesagt haben, das ist Ausnutzen der Situation. Zu Recht ja auch, ja klar. Ja, aber auch da wieder. Aber sie geben doch trotzdem jemandem 100 Euro oder so. Die Frage ist, wenn du den Typ fragen würdest, da diskutieren wieder Leute über einen anderen. Das nervt mich am meisten. Ja, da sitzen Leute auf ihrem Scheiß-Handy und diskutieren, dass der Typ das Geld dem anderen nicht geben darf, weil das irgendwie ihrer persönlichen Empfindung von Fairness, Moral nicht fuck you, Alter. Dann setz dich dahin. Und also verstehst, raff mal, wie viel Geld das ist. Warum gönnt man das den Leuten nicht und muss selbst das dann noch schlecht reden? Ist mir doch scheißegal, aus welchem Grund mir jemand eine Wurst in die Hand gibt, wenn ich Hunger habe. Das ist mir völlig egal. Mhm. Ob das ein Prank ist, ob die vorher die Wurst, na gut, angeleckt haben, wäre jetzt wieder was Assiges, aber mein Gott, ob er die selbst gekauft hat, geschenkt hat, ob er zu Hause 10 Würste hat, ob sein Vater der Hauptwurstfachverkäufer des Landes ist und deswegen die Wurst, die nur 1 Cent kostet, ist doch scheißegal. Mhm. Ja, also, sorry, ich weiß, im Endergebnis funktioniert das. Es geht ja nur um die Bewertung der Großzügigkeit. Ja, aber so, und wenn es einer Bewertung und dafür. Wenn es einer macht, weil er dafür aber Likes kriegt oder dann ist er halt einfach, dann ist in der Bewertung für ihn, für die Person, die geschenkt hat, ist er nicht so cool, wie er sich darstellt. Für den Typ, der die Kohle kriegt, ist es nach wie vor wahrscheinlich irgendwie cool. Aber ja, es geht ja so ein bisschen dann auch um Selbstdarstellung, wenn einer so ein Gutmut sagt man Gutmut? Ja, aber das ist ja im Charity-Bereich. Frohmut, nee, wie heißt das nicht? Gutmut? Frohmut? Altruismus. Nee, ja, das Also, du jetzt Gutmensch sagen? Oder? Gutmensch? Nein. Gutmut finde ich aber ein super Name. Gemeinnützigkeit? Ja, nee, es gibt doch so ein Wort. Großmut? Großmut. Ist es groß? Kann man, glaube ich. Ich weiß auch scheiße. Großmut kommt vor dem Knall. Großmut? Gutmut? Meine Oma Großmut. Herzlich willkommen bei Wörter. Haben wir irgendwann im alten Altruismus. Als versteckter Egoismus. Das ist, den bringe ich manchmal so, wenn ich Leuten an einem Tisch sitze und ich will so ein bisschen smart wirken. Nietzsche. Dann nehme ich immer den Spruch von dir. Der ist nicht von mir, der ist von Nietzsche, Alter. Der knallt auch so leicht zu die Augenbrauen zusammen. Ja, aber du hast ihn ja hier in unsere Gruppe getragen. Wichtig ist, dass vorher niemand was gesagt hat. Man hört nur das Klappern der Fenster und dann das so reinrufen. Altruismus ist auch nur wieder Egoismus. Das Schöne ist, dass der so kann weiter essen. Das Schöne ist, der nächste Trend in der Hamburger Business-Schiene ist Altruismus. Ist genau das. Ja, exakt. Deswegen sind wir ja auch hier. Du musst das immer noch erklären. Ich habe eine Idee. Das ist altruistisch, aber gleichzeitig natürlich die Intention. Ich will einfach nur, dass die Leute schreiben, dass ich ein netter Typ bin in die Comments. Aber natürlich wünschst du dir auch, dass wir das mal wahrhaft anerkennen und dir vielleicht auch mal ein Geschenk machen. Nee, das ist Quatsch. Weißt du, was ich glaube? Nee, insgeheim aber schon. Du hast ja einen ganz guten Seismograf, was Menschen angeht. Und du hast das Gefühl, du hast Simon und so, du hast gemerkt, irgendwas ist hier, die Laune ist zu gut. Die Laune ist zu gut. Und du hast gedacht, hast du gedacht, okay, ich hab mir jetzt vorhin Sachen gekauft. Die brauche ich alle selber. Aber was ist, wenn einer von den drei richtig Geld gewonnen hat? Scheiße. Aber warum? Das hast du gerade bei Simon auch gemacht. Du unterstellst, machst so ein Szenario auf. Was erstmal. Und dann hast du, okay, pass auf, ey, die Wahrscheinlichkeit ist ich trenne mich jetzt, ich kann mir die ja nochmal kaufen. Und wenn, wenn jetzt einer von denen gewonnen hat, können die gar nicht anders. Als jetzt. Instant, ja. Wisst ihr was? Wie bei diesem Projekt mit den Influencern. So, hier ist ein Haus, du hast mir einen Rasierer geschenkt, hier ist dein Haus. Genau. Es ist eigentlich eine Form von Invest. Ich investiere irgendwie 40 Euro für so einen Rasierer, aber für dich ist es so, wenn du jetzt Breakthrough hast durch irgendwas, wirst du immer dran denken, wem muss ich jetzt auch was abgeben. Aber pass auf, wenn wir uns jetzt streiten würden, ne? Also, weil das Ding ist geil, Dankeschön, ne? Wirklich, Dankeschön. Ja, gerne. Freue ich mich drauf. Du brauchst keinen Rasierer. Aber ich glaube, das ist weniger wert als das.
Ah, der Was Wert, ist, wenn ne? wir uns jetzt streiten darüber, warum hat Nils 40 Euro? Also bei mir gekriegt? Steht nur 7 Euro. Nur. Zu 40. Warte. Zu 40. Überleg 6,99 Euro. Das steht da wirklich? Ja, aber der wahre Wert ist ja nicht der wahren Wert. Der wahre Wert ist ja das. der wahre Wert ist ja das, was die Gedanken, die da drinnen stecken. Bei Nils. Ja, aber denke der ist nicht an greifbar. Diesen, an diesen prächtigen, wunderschönen Bart, der ab sofort, wenn ihr ihn sehen werdet, ja. werdet ihr explizit auf diesen Bart achten und denken: Wow. Das ist ein ganz neues Bart-Level. Bei dir weiß ich deine Verliebtheit für Comics, diese Leidenschaft schon immer in Batman und jetzt hast du die Möglichkeit, die Schwierigkeiten dieses, beim Lesen auch. Ja, Bilder, große, ja. bunte Bilder. Spider-Man. Und bei dir halt auch dieses Anime-Ding und du kannst es mit deinen Söhnen dir angucken und dann könnt ihr euch vergleichen, wer ist der Stärkere. Ja, ist gut, aber das ist alles nicht, das sind alles nicht quantifizierbare feste Werte. Das sind keine Fakten, sondern das ist emotionaler Brei. Faktisch hat er 40 Werte. Euro gekriegt und ich vielleicht. Na, das ist schon mehr als meins. Oh, das sind 33 20 Euro. Okay, aber 33? Es ist immer noch eher 33. Es ist klar, dass ich Simon hier am wenigsten liebe. Ich wollte gerade sagen, was sehr eindeutig. Was ich sagen will, ist, es macht nicht immer Sinn, nur auf, auf den tatsächlichen wahren Wert zu gucken, weil der wahre Wert ja. scheinbar anders bewertet wird. So. Ja. Also ist, man kann ja auch nicht, man kann ja nicht einfach gucken, okay, da fühle ich eine Connection und dann lege ich da noch 7 Euro mit dazu, um die Differenz zu überbrücken. Das ist ja Quatsch. Ich finde auch, dass man ganz quasi da hat sich mit Gedanken gemacht und eventuell war das ja aber auch so, und da kann ich ja genauso reklamieren, okay, du hast den Rasierer, das ist einfach den Rasierer genommen, ist ja super offensichtlich, aber du hast ja bei Dragon Ball richtig viel Zeit genommen. Welches Franchise mag er denn? Was hat er alles schon? Nehme ich jetzt das oder nehme ich die One Piece Sonderedition, die neu rausgekommen ist, oder nehme ich hier Avatar, die neue. So, vielleicht hast du ja 20 Minuten länger darüber nachgedacht, deiner Lebenszeit, was für Buddy besser ist. Da könnte ich ja auch, weil Zeit ist auch Geld. Ja, bei mir gut, aber das kannst du ja nicht feststellen. Das lässt sich ja. Ja, ich sag ja nur, das ist alles rein spekulativ. Don't go there. Ja, bei mir ist es ganz anders. Ich meine, der Ede weiß einfach, ich bin mega der Batman-Fan. Ja. Und deswegen hat er mir was geholt, mit was 1:1 fast. Auf mich passt. So. Ja. ja. Aber ich werde irgendwann, ich werde trotzdem, also ich. Es rattert in mir. Ich finde, also es ist. Ja. Er will das wieder. Ich garantiere dir, das sind irgendwelche Billo-Einkäufe, die er nach der Sendung. So, Leute, das war nur für den Inhalt. Wir haben ja unten so ein Postfach hier bei Rocket Beans, wo sich die ganzen Mitarbeitenden ihre Pakete zukommen lassen und die ganzen Influencer-Pakete und so. Alles kommt hier an fürs Management und so. Wahrscheinlich bist du einfach unten, hast einfach ein bisschen Postdiebstahl. Da standen eure Namen drauf. Und ich hab's ausgepackt für dich und euch geschenkt als. Ach, warte mal, das hatte ich doch bestellt. Aber das wäre wirklich cool, wenn das wäre. Ja. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich rausgehen, weil ich es auch schon an anderer Stelle mal erwähnt hatte. Deshalb wird es wahrscheinlich nicht kein Geheimnis für ewig bleiben. Aber es ist Altruismus als versteckter Egoismus trifft es ganz gut. Mhm. Es ist nicht komplett. Also, ja, Geschenk ist ja trotzdem schön. Wir sind das genau ist, bei diesem Thema. Wir sind nur übrigens, bei 95%. Ne? Für euch, die Geschenke sind für euch und die Wert. Geschenke sind auch schöne Geschenke für aber euch. Aber das ist eine Geschichte von. Da, wie viel Leid ich auf mich genommen habe, was heißt Leid, wie viel Effort, sag ich mal, wie sagt man, Einsatz. Wie viel Einsatz ist von meiner Seite? Das muss euch ja auch gar nicht interessieren. Es ist ja, ändert ja an der, da, ich habe an euch gedacht, ich habe euch Geschenke mitgebracht. Also, what's not to like? What's not to like? Um bei Simons Bild zu bleiben, in der Umarmung hast du verdient. Ja, Mann. Aber du bist, von dir will ich keine. Ja. Verstehe. Ja, wir sind so weit weg, ne? Und du hast diesen Penner am Bahnhof. Wer weiß, was du. Ja, also ich will natürlich immer eine Umarmung von Nils, aber er ist krank und hustet und deshalb ist kriegt immer noch mein Virus mit Stolz. Ja, den sollte ich dir eigentlich mal zurückgeben. Ich werde das. Kannst du da links weiter? Dieser eine Moment, wo ich mit dir ins Auto einsteige. Oh, du bist aber noch krank. Nee, ich bin nicht mehr ansteckend. Ich hab das jetzt schon so lange, ich bin nicht mehr ansteckend. Sehr gut. Ja. Wieder ansteckend. Ich habe vorhin kurz an Morton Manor gedacht, als wir noch bei diesen hier Geldshit und sowas waren irgendwie. Und gerade eben war ich bei Sherlock Holmes, weil dein Blick, du hast immer einen Blick drauf. Wenn du den Braten riechst, sozusagen, dann entwickelt. Man sieht, wie seine Räder da. Nee, oben. Du hörst es ja auch raus, anhand der Fragen, die du dann in den Raum stellst. Das finde ich immer geil. Also tatsächlich von uns vieren, so Sherlock Holmes-mäßig, ja, also ist schon, finde ich sehr lustig. Du witterst so die. Du witterst halt was und dann willst du eigentlich auch ranpieksen so. Willst du wissen, okay, was steckt dahinter? Ja, das ist richtig. Ja. Morton Manor wäre geil wieder, ne? Kommt ja vielleicht irgendwann. Ja, vielleicht irgendwann. Ja. Und wer, ich hatte ja mal
den Wunsch geäußert. Spoiler-Territorium. Ja, jetzt kündigt er was an und dann muss man. Weißt du, aber jetzt könnt ihr ihn auf Jahre festhalten. Nein, aber ich hatte irgendwann mal im Almost Daily ja so dahin gesagt, ich fände es geil, wenn wir uns mal eigene Universen ausdenken oder also jeder von uns sich als Spielleiter versucht und dann aber mit der ganz klaren Prämisse, nicht wieder das so ein Kommunikationsdesaster, sondern dass wir sagen, es wird komplett noobig, kein Druck. Keiner erwartet Steffen oder Florentin oder Hauke, sondern es ist wirklich noobig. Es geht einfach um Fun, um Spaß. Und jeder leitet eine Runde mit uns. Aber eine konsistente Welt. Ja, man denkt sich eine Welt aus und macht halt Spielleiter. Und keiner von uns hat jemals Spielleiter gemacht. Das wird nicht das Niveau haben. Und das ist ganz, 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 ganz klar die Überschrift drüber. Erwartet das nicht. Aber ich glaube, dass es super lustig sein kann, wenn wir mal so eine Noob-Runde machen, mal gucken, was jeder von uns sich so als Welt ausdenkt und wie das so wird. Und ich glaube, es kann spaßig sein. Das ist ein bisschen Vorbereitung, muss man investieren. Und wenn wir uns darauf committen und sagen, wir hätten da Bock drauf, ich glaube, es ist spaßig sein kann. Ja, wir brauchen also das klare Regelwerk irgendwie. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Bei dem Pen & Paper Podcast-Projekt, was wir da gerade haben, spielen wir auch ein sehr leicht. Moment, was ist das nochmal, dieses Pen & Paper Podcast-Projekt? City of Mist ist das. Das ist Lazarus-Projekt. Looten und Leveln heißt es. Looten und Leveln, wo kann man das hören? Auf allen Plattformen, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört. Hey, das ist ja cool. Es gibt sogar ein RSS-Feed, was viele Leute heutzutage nicht mehr machen, aber wir sind ja noch, wir machen ja noch Handarbeit. Wir machen noch real, echte, digital Aufbruchs. Das ist quasi ein Pen and Paper, aber so mit richtig geilen Soundeffekten und richtig cool überarbeitet und dann geschnitten oder was? Wie ein Hörspiel. Platz 8 in den Spotify-Charts. Wow, okay, wirklich absurd. Ist ja, oh, guck mal, so sieht es aus. Looten und Leveln, ja geil, Alter. Genau, da sind wir jetzt auf Folge 3. Montag gibt es immer eine neue Folge. Wir experimentieren, es gibt 8 Folgen. Und mal gucken, so die nächste, so viel kann man schon sagen, nächste ist schon in Planung. Was ich aber sagen wollte, also wir spielen da halt ein Regelwerk, was halt dann auch nur Audio auch irgendwo funktioniert. Also, das heißt, für uns als Spielleiter wäre das Regelsystem schon mal nicht so ermüdend wie D&D oder wie DSA, weil das ist ja sehr technisch so halt. Und deswegen in die Richtung zu gucken, Steffen kennt da ja verschiedene Regelwerke. Und dann müsste man natürlich eine Welt finden, wo man aber auch so in Anführungsstrichen individuell, aber auch dann auch unterschiedliche Welten aufmachen kann. City of Mist spielt jetzt in einer Stadt zum Beispiel, weißt du? Ja. Und wenn wir aber unterschiedliche Spielleiter sind, müssen wir uns die Frage stellen, können wir auch woanders hin? Multiversums-Shit? Nein, halt so, jeder kommt nicht mit seinem eigenen Kram. Das ist doch völlig egal. Aber die Charaktere müssen ja die gleichen sein. Nein, nö, warum? So denn? Warum? Das sind abgeschlossene, so wie also wirklich, Good Times wirklich Island, einfach oder? Abendfüllende Pen and Paper einfach. Ja, jeder. So wie Jailhouse Boogie, das war da auch ein abgeschlossenes. Das hat Spaß gemacht, Ding. Einfach ein Setting, 2-3 Stunden. So wie Morton Manor eigentlich auch mal sein sollte. Ja. Genau. Ich habe schon eine Idee für meins. Oh nein. Der Puff. Ein Mordfall. Aber du, ey, warte mal, aber wenn du es jetzt lustig machst, aber wenn du es wirklich in Erwägung ziehst, nicht sagen. Nee, aber ich will. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, der Gag ist, dass alle überrascht werden. Ich stelle mir das so vor, ich möchte das so haben. Es gibt vielleicht, natürlich muss man irgendwie den Namen ankündigen, aber ich will wirklich, dass so ein Vorhang aufgeht. Ja. Und dann wird es erst sozusagen was. Es ist, glaube ich, zu quatschig und zu cool. Aber die Idee wäre, der Puff. Es gab einen Mord in einem Puff. Könnte ich zum Beispiel als Spielleiter auch festlegen, welche Rollen ihr spielt? Also so, dass ihr nicht euch... Also ich könnte zum Beispiel sagen, du spielst einen Kommissar, du spielst einen Mörder, du spielst einen Puffbesitzer. Warum nicht? Und das nur als... Also wie ihr das dann ausspielt, ist natürlich euch überlassen. Aber ich könnte zum Beispiel so... Weil das fände ich halt geil, weil es ist dann schon so ein bisschen so eine Mischung aus Pen and Paper, aber auch wie so ein... wie so ein improvisiertes Theaterstück fast, mit einem Setting, was du dir selber halt überlegst. Ich finde, wir sollten nicht zu sehr in Regeln denken oder in dem, was wir schon hatten. Ich stelle mir es wirklich vor wie so eine bunte Wundertüte. Keiner weiß genau, was einen erwartet. Keiner weiß, wie professionell wird es, wie chaotisch wird es, wie funktioniert es oder verreckt es komplett. Da liegt ja auch so der Reiz da drin. Wir haben so viele richtig, ich sag mal, glatte Pen und Paper mit super professionellen Spielleiterinnen und Spielleitern und tollen Mitspielenden und geil aufgearbeiteten Settings und so weiter. Das gibt's ja alles schon. Ich will so eine Wundertüte haben. Gespieltes Text-Adventure quasi. So stelle ich mir das gerade vor. Ja, jeder hat seine eigene Vorstellung. Es muss jetzt gar nicht so Würfel mal auf. Also klar kann das auch ein Part davon sein, aber es könnte halt auch einfach sein, dass ich dann sage, so gehst du durch die linke oder die rechte Tür? Und du sagst, ich gehe durch die linke Tür. Und dann sage ich dir einfach, also weißt du was?
ohne dass da jetzt... Es gibt gar kein Recht, es gibt eh nur die eine Entscheidung. Es gibt nur diese eine Tür. Du gehst durch die Tür. Ja, ist eine Doppeltür. Ich will nicht, doch, du gehst durch die Tür. Ein Gangster erscheint, hält dir die Knarre an den Kopf, sagt, geh durch die Tür. Ja, ich sehe schon, ich bin sehr gespannt, wie es bei Ede wird. Ein guter Game Master, ich kann exakt euch dahin bringen, wo ich euch hier haben will. Ja, gehst durch die, nimmst du die blaue oder die rote Pille? Die blaue. Nein, du nimmst die rote Pille. Oder du stirbst. Die blaue Pille sagt dir, du hast jetzt Hunger auf die rote Pille. Ja, du hast Hunger auf alles, was rot ist. Budi, was machst du da? Na, ja, jetzt stehst du da, beide Klos sind besetzt. Ja. Jesus Christ. Dass der nicht mal eine Stunde ohne pinkeln kann, ey. Na, ich muss sagen, das geht, gerade wenn du einen Kaffee getrunken hast, geht das auch sehr schnell. Er läuft komplett durch. Bei mir auch. Das ist die Eigenschaft, die er hat, ja. Vielleicht mal, weiß nicht, French Press oder irgendeine andere Zubereitungsform. Nee, Mann, ich weiß nicht, was ein Kaffee ist, aber der fließt quasi durch. Schneller als. Wie bitte? French Press. Das war, das ist zum Drücken. French Press. Ja, weil da läuft er halt nicht durch. Dummer, wisst ihr bei. Ja, ja, weil er. Nee, ich hab nur. Ich musste gerade an eine Geschichte denken, dass ich die mal so eine Glas-French Press hatte und Vorsicht, wenn man zu früh zu doll drückt, dann zerbricht die. Du musst es ja auch erst ein bisschen ziehen lassen. Ja, das habe ich natürlich. Dann geht's mal gewusst, dann vergessen und dann gemacht. Wie die und dann zerbricht das Ding. Und ich meine, du drückst ja auf ein komplettes Glaskonstrukt, was dann zerbricht. Ja, das heißt, du bist so einen Moment davor, dir die Scheiße in die Hand zu hauen. Das ist mir noch nie passiert. Ja, mir ist das passiert. Aber ich habe zum Glück nichts in die Hand bekommen. Aber ich dachte nur, das war wieder so eine. Das sind diese Momente, wo ich halt mich selbst so auf den Stuhl setze und denke so: So, Simon, was hast du jetzt? Was war denn jetzt da der Fehler? Weißt du, kannst du mir das sagen? Und ich weiß es immer. Ich mach's nur nicht im falschen Moment dann. Aber ist ja nichts passiert, aber seitdem benutze ich keine Presses mehr. Du bist wie so ein Test-Dummy. Keine was? Das Leben, ja. Also wenn ich dein Leben verfilmen würde, würdest du ein Test-Dummy sein. Crash-Test. Ja. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich aber dass die Konklusion, allein, da drauf, dass ich also, zweimal unter Strom stand schon. Das Ergebnis ist bei sowas, bei dir dann, ich benutze nie wieder eine French Press. Na, anstatt zu lernen. Anstatt zu sagen, ich benutze sie so, wie sie intended ist. Ich wusste es vorher ja auch. Ich hab's dann halt vergessen. Und wenn du weißt, dass du relevante Sachen manchmal vergisst, ist es halt smart, die ganze Sache sein zu lassen, wie Autofahren zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wie Autofahren. Ja. Baust einmal einen Unfall, fährst nie wieder Auto. Ja. Also ich habe nie einen Unfall gebaut, aber zwei provoziert. Doch. Naja. Ja. Deiner zählt nicht, Alter. Ja. Ich stand. Du bist doch auf mich zugefahren. Ja, aber du bist schuld, weil du nicht reagiert hast auf meinen Hupen. Da will ich einmal nur lesen. Und einfach nur mal ruhig das im Straßenverkehr uns, lesen. Aber das eint uns auf jeden Fall. Wir sind beide schon mal in Elli reingefahren. Nee, ich bin in Simon reingefahren, du bist in mich reingefahren. War das die gleiche Aktion? Nee, aber zwei unterschiedliche. Das wäre gut, wenn das noch dazugekommen wäre. Das wäre schön gewesen. Aber das werde ich nie vergessen, wie ich in den Rückspiegel geguckt habe und gesehen, mit welcher Geschwindigkeit ich stehe an der roten Ampel, wie du mit Geschwindigkeit so, okay, jetzt müsst ihr langsam mal bremsen. Pff, aber war das nicht, hast du nicht Simons Auto gefahren? Ja, ich glaube ja. Das kann sein. Also bist du doch quasi. Ich saß, glaube ich, bei dir mit und ihr wart zusammen mit Simons Auto und du bist mit deinem Auto in Elli reingefahren. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es meins war. Ja. Das war aber auch ein lustiges Auto. Das habe ich gern gehabt. Ja, das war super. Und in das bin ich dann auch reingefahren. Ja, aber. ich habe dir ein anderes Auto da reingedrückt, sagen wir es so. Also, das Auto war eh von allen Seiten. Ich habe es irgendwo abgestellt, am nächsten Morgen waren da Kratzer drin, Dellen. Es war einfach scheißegal. Giga-Käfig. War das nicht mal bei. Oh, stand das nicht mal auf dem Giga-Parkplatz und irgendeiner hat das mit Müll gefüllt? Irgendeiner. Alle, oder? Waren das alle? Ja, also mehrere, aber. Ja, die alte Müllgeschichte. Dann hast du da, das Auto war voll bis oben hin mit irgendwie Stuff. Dir würde, ja, aber. Hätte ich mal zu HR. Ist das nicht mit deiner Wohnung auch passiert? Ja, und ich weiß bis heute nicht, wer es gemacht hat. Also vor allem mit mehreren Wohnungen. Ja, als ich Single war, ist das häufiger. Ja. Die Leute scheinbar, als wenn ich weg war, sind die eingebrochen. Müll einfach jetzt auch. Einfach in so einen riesen Müllsack, der in der Mitte stand. Ey. Der Müll. Ey, sag das nicht. Muss man Pen and Paper ist durch, ne? Habe ich verpasst gerade die Runde. Wieso? Keine Ahnung, was wolltest du? Ich habe was gefunden hier tatsächlich. Und wir beide hatten gestern das Thema. Das ist ein Mandalorian. Ja. Star Wars Mandalorian. Mhm. Ich kann den nicht ernst nehmen, leider. Ich habe Eddie gestern versucht zu erklären, er hat mir das auch nochmal versucht, so gegenzuwirken. Wir haben Mandalorian mit echt geilem Sound gesehen, aber ich kann The Mandalorian nicht ernst nehmen. Aber warum? Weil ich immer, wenn ich Mando sehe, dieses Geräusch höre.
das, dieses Geräusch, sein Theme, wenn er auftaucht. Ah. Ich denke immer an so eine Flöte. Und ich habe diese Flöte halt gesehen bei RPTV Home, ja, als du gedrummt hast. Letzte Folge sah sehr lustig aus. Übrigens. Ja, die haben das für den Impossible Controller benutzt zum Steuern. Genau. Ja, super, super. Aber ich muss leider, wir haben gestern darüber geredet, wenn ich Mandalorian sehe, ist diese Melodie in meinem Kopf, aber die fühlt sich immer an wie dieses 20th Century Fox Shitty Flute. Mando hat für mich Shitty Flute Vibes, so durch dieses Theme. Deswegen kann ich die Serie nicht gucken, weil ich denke immer so, ja, nee. Du kommst zu spät, wenn alle Memes irgendwie schon so durch sind und so. Und dann, ja, genau. Apropos zu spät, ich habe auch eine Star Wars Serie geguckt. Und zwar Obi-Wan. Oh, hast du die schlechteste rausgesucht? Ja, ich habe nur gehört, dass sie nicht so gut ist und so. Wusste aber nicht warum, weil ich habe sie noch nie gesehen. Und dann hatte ich jetzt Disney Plus Abo, weil ich Shogun. Ja, doch, Shogun, ne? Ja, Shogun. Gucken wollte, weil die cool ist. Und dann habe ich das Abo halt noch aktiv gehabt. Und habe ich gesagt, komm, jetzt guck mal, was da noch so ist. Und dann habe ich Obi-Wan angeguckt. Und es gibt eine Verfolgungsszene. Da ist, ein bisschen Spoiler, aber die Serie ist alt und auch nicht so gut. Da ist ja die kleine Princess Leia. Und die ist ja irgendwie 6. Und dann geht die immer in so einen Wald spazieren. Und dann wird sie gekidnappt. Und dann kommen da 3 hochprofessionelle Kidnapper, deren Job es ist, zu kidnappen. Und dann entspinnt sich eine Verfolgungsjagd. Und diese kleine Princess Leia, die so kleine Füße hat wie so ein Waschbär, läuft 3 erwachsenen Kidnappern davon durch den Wald. Und das ist eine dramatische Verfolgungsjagd über mehrere Minuten, weil sie dieses Kind offensichtlich nicht einholen können, die halt mit so kleinen Beinen durch die Gegend läuft. Jeder, der zu Hause schon mal so ein kleines Kind hatte, weiß, okay, es dauert wirklich nicht lang, bis man so ein Kind und es ist, und dann denke ich mir so, okay, du hast so viel Geld, ist krass, so eine geile Serie zu produzieren, und dann bist du ein Regisseur und setzt diese Verfolgungsjagd in Szene, und es gibt auch überhaupt gar keinen Grund, sie so in die Länge zu ziehen. Es gibt keinen Grund dafür. Hast du sie ganz geguckt, die Serie? Weil das ist nicht die dümmste Szene. Ich habe sie danach nur noch so, so halb Handy, halb Serie. So. Kennst du die Szene mit der Schranke? Hast du die gesehen? Wo sie nicht an der Schranke vorbeikommen, obwohl links und rechts einfach vorbeigehen kannst? Ich finde es gut, wo sie im Trenchcoat sich verstecken, als wären sie irgendwie 3 Kinder in BoJack Horseman. Oder die Szene mit Vader, wo er Obi-Wan nicht finishen kann, weil loderndes Feuer zwischen ihnen ist. So, ja, die eine Sache. Diese eine Sache, wo er warten muss. Sie stehen sich 1 Meter gegenüber, und was macht Vader? Nicht etwa außen rumgehen oder Soldaten schicken oder schießen. Er hat die Macht, er kann das Feuer einfach trennen. Oder sonst irgendwas, dann er sagt so, shit, das ist ja 1 Meter hohes Feuer, dann gehe ich halt. Man muss aber zu seiner Verteidigung, Vader hat ein schlechtes Verhältnis zu Feuer. Ja, genau, und das war das Thema. Ich sage ja nur, das ist die eine Sache, wo sie gesagt haben, ja, damit können wir es erklären. Ab nächste Szene. Das können wir damit erklären, Feuer. Er mag das nicht. Es ist einfach, es ist wirklich so dumm, die Serie. Ich finde, das sollte überall. Das ist für mich der Inbegriff von Disney, wie sie versuchen, Kindliches und leicht Verständliches. Aber Moment, um nochmal darauf zu kommen. Nur Sounddesign halt. Und du hast ja gestern gesagt, und das war ja der Ausgang, da war ich so geschockt, du hast gesagt, ey, dieses Theme von Mandalorian findest du so scheiße. Und ich habe gedacht, das ist das Geilste eigentlich, dieses Dung-Dung-Dung. Das Dung-Dung-Dung-Dung ist ja auch geil. Diese Trommeln und dieses Western-mäßige, ne? Und dann habe ich dir das ja noch mal auf der Anlage so ein bisschen vorgespielt. Ja. Dann hast du wieder angefangen zu lachen, als die Flöte kam. Und dann ist es mir auch aufgefallen, dass es so ein bisschen, also es ist natürlich sehr präsent, wenn man da so mit der Nase draufgestoßen wird. Aber es soll ja auch so sein. Also es soll ja auch so ein bisschen Cowboy-Vibe sein. Und ich glaube, das Problem, wir haben ja noch drüber geredet, ist halt so ein bisschen, natürlich ist es albern. Du siehst dann den Mandalorian, irgendeinen blauen Rüsselwesen. Und es ist natürlich teures, wie habe ich gesagt, teures Cosplay. Naja. Es ist halt sehr teures Cosplay, sehr was man sich da Cosplay, anguckt. Ja. Oder aufwendiges Cosplay. Es ist auch nichts anderes als Wrestling in dem Sinne. Ja. So vorgefertigte Choreografien, Leute verkleiden sich, spielen ihre Rolle, ich bin der Böse. Aber man muss sich halt drauf einlassen. Aber wo ist denn das Schlimme jetzt daran? Man muss sich halt drauf einlassen. Budi kann sich nicht mehr drauf einlassen, weil er in seinem Leben zu oft in dummen Kostümen vor Greenscreen stand. In dem Fall ist es wirklich nur das Geräusch. Also die haben im Sounddesign, haben die einfach so, da sind auch so Glöckchen drin. Das macht seine Person menschlicher, weil es kann. Ja, ist ja so. Glöckchen. Du hast im Sounddesign, hast du natürlich genauso wie im Visuellen, hast du immer, oder Story-Narration, du hast irgendwo so Nuancen. Ja, und diese Flöte und dieses Glöckchenspiel, was du im Soundtrack hast, macht es weniger bedrohlich. Ich hätte es gerne bedrohlicher. Verstehst du, was ich meine? Das passt. Aber der Mandalorian ist halt ein nicer Dude. Weißt du? Der ist halt kein Bedrohung.
Ja, aber das ist doch eher so dieses ureinwohnermäßige Tatooine-Ding oder wo auch immer die jetzt alle herkommen. Oder aus Mando, ist mir egal. Was ich meine ist, das sind halt offensichtlich Instrumente von diesem Planeten. Das ist jetzt nicht die Flöte, die du da vorne liegen hast. Ja, warte, kommt gleich. Okay, das kenne ich aber auch nicht. Naja, ich find's jetzt, ich würde mir das jetzt auch nicht anhören. Aber so eine Sache reicht, das reicht dir aus? Ja, darüber denke ich nach. Darüber denke ich nach. Nicht Grogu oder nee, ist geil. Grogu ist geil, das ist alles okay. Ja klar, aber der stört doch dann auch deine Suspension. Ja, aber der hat keine Flöte. Ja gut, aber dafür macht der halt Baby-Gags sozusagen. Hier, Peter und der Wolf, so, ne? Kennt ihr, glaub, in unserer Generation kennt noch jeder Peter und der Wolf, oder? Ja. Kennt ihr, ne? Den Song, ja. Genau, also das ist ein Hörspiel und jeder Charakter hat ein Theme. Das heißt, diese Melodie, steht für Peter, der Wolf hat, ne? Und die haben auch alle unterschiedliche Instrumente. Das heißt, über die Musiktheorie kannst du natürlich auch Charakter schaffen. Und Mando ist, sein Theme passt nicht zu der Vorstellung, die ich von Mando habe. So. Ja, aber vielleicht liegt es an deiner Vorstellung. Ja, natürlich. Wo denn sonst? Woran denn sonst? Was hast du denn für eine Vorstellung von Mando? Das ist meine Vorstellung. Nein, das ist ja. Du willst nur Flöte spielen, hör doch jetzt auf. Ich glaub, du, jede Möglichkeit da rein zu blasen, nimmst du jetzt auch Dank entgegen. Also, du hast deine orale Phase. Wie stellst du ihn denn, was wäre denn. Weniger eine Panflöte. Mandalorian ist genauso, ja, okay, wie ich E-Gitarre, mir, genauso wie ich mir hier 1313, meine Vision, mein Bild, was ich gerne hätte, wäre ein düsteres Star Wars-Universum, wo diese komischen Sachen, die du bei Obi-Wan angesprochen hast, eher nicht stattfinden. So. Also wie Rogue One, was hat mir sehr viel Spaß gemacht zum Beispiel, weil er einfach insgesamt ein bisschen erwachsener und düsterer war. Und das ist es. Das ist ja eine sehr subjektive Kritik an der Art und Weise, wie das Star Wars-Universum jetzt ausgebreitet wird. Okay, so, genauso wie meine Kritik an Jar Jar Binks. Ich verstehe, dass er Sinn macht. Ich verstehe das Comic Relief und so. Das verstehe ich alles. Und bei Mando ist es halt der Sound explizit, der mich so ein bisschen. Aber wie viel hast du denn gesehen von Mandalorian? 6 Folgen? Wirklich? Okay. Ja, aber immerhin mehr als ich jetzt sage. Ich dachte, du hast vielleicht wirklich nur 1-2 Folgen dann die Musik gehört und raus. Weil das wäre halt undankbar dem Ganzen gegenüber. Aber dass ich damit total unfair bin, genau wie Elden Ring. Da warst du letztes Mal nicht dabei. So, Elden Ring ist ein fantastisches Spiel und ich makel an der Grafik rum. Das ist in dem Fall genauso. Also ich beiß mich an einem vollkommen nischigen Thema an, was mir das irgendwie so. Versuchst du einfach wieder gegen den Strom zu schwimmen. Ja, Budi, wie beim Wrestling, einfach nur so wie der Million-Dollar-Man, der reinkommt, ich hab die Kohle hier nicht, und dann hassen ihn alle. So. Du gehst rein und sagst, ich find Mandalorian scheiße. Und dann alle, boom. Ja, aber nach 15 Jahren Verspätung, kennt ihr Mandalorian? So, alles Thema schon durch. Nein, aber ja, ach, ich weiß nicht, vielleicht, keiner ist ja okay, eine andere Meinung zu haben, aber es ist halt schade, weil wenn du gegen den Mainstream bist, verpasst du natürlich viele gute Sachen. Aber das allein, nein, hier, wir hatten auch über Dune 2 geredet zum Beispiel, diese Szene als Dune 2, ne? Also da gibt es eine Szene, die hat mich wirklich weggeblasen. Da bin ich wirklich so richtig unruhig geworden. Ich habe gemerkt, wie ich einfach nur gedacht habe, ich würde gern applaudieren, weil ich das lange nicht mehr hatte. Ich war ewig nicht mehr im Kino und dann Dune 2 und da gab es eine Szene, die hat mich wirklich geflasht. Da war ich richtig so, geil, Kino, so, ne? Als die Hakanen anfangen zu schweben, so, das kann man ja schon mal sagen. Das war visuell Kino, Storytelling, das war der Shit. Und das ist ja auch Masse. Also das ist ja ein riesengroßes Ding. Und das war, also ich hab's auch in die andere Richtung. Ich bin nicht nur, ich suche mir nicht nur picky Sachen raus, um gegen den Strom zu schwimmen. Das nicht. Aber ich mach so eine extra, so eine Version nur für dich. In dem Moment, wo die Hakonnen anfangen zu fliegen, kommt die Das ist super. Lisa Nagib. Einfach 90 Minuten Flöten fliegen. Ja. Flöten fliegen. Ja, für mich ist Metal Gear Solid eine einzige Panflöte. Ja, mir sagen immer Leute, ich soll das reacten, aber dann denke ich immer, ja, aber dann sehe ich einfach nur Ede, wie er sich 2 Stunden abfuckt und ich lache darüber und das kann ja nicht, das kann es ja nicht sein. Aber das kann es ja nicht sein. Weil es ist für mich völlig okay, wenn jemand Metal Gear Solid blöd findet. Es tut mir leid, wenn es so ist, aber du gib dem Ganzen doch eine Chance. Habe ich ja, hab's ja durchgezockt. Ah, ihr habt schon durch, okay. Mehr Chance kann man ja im Spiel nicht geben, als es durchzocken. Findest du das Ende immer noch nicht gut? Es ist Katastrophe. Oh Gott. Alles daran ist scheiße. Aber es ist interessant, weil ja auch Dune 2, die einen sagen, es wäre Gottfilm, anderen sagen, sie finden ihn scheiße. Also, obwohl so ein Film so groß und eigentlich so, sag ich mal, Leute vereinen könnte unter seiner Flagge, weil er viele gute Sachen hat, die für ihn sprechen, gibt es trotzdem Leute, die sagen, ja, ich finde ihn voll scheiße. Also, es ist so echt sehr individuell bei sowas. Das gibt's ja immer zu allen Themen. Ja, ja, ich finde es nur, es gibt Filme, da kann man sich, glaube ich, einiger sein, dass der gut ist oder schlecht ist.
Zum Beispiel bei den ganzen Star Wars Sachen, da sind sich die meisten ja einig, dass die Crap sind. Aber am Ende des Tages entscheidet ja dann so ein bisschen der Erfolg, ist ja so der Gradmesser. Metal Gear Solid ist erfolgreich, das heißt, ich habe Unrecht. Leute, die Dune nicht gut finden, haben Unrecht. Also, weil die sind ja Recht, Unrecht. Naja, aber wenn du Dinge objektiv bewerten willst, dann bleibt dir ja nur, okay, es ist halt erfolgreich, es funktioniert, den meisten gefällt's. Das heißt, du bist mit deiner Meinung irgendwie allein, ist ja auch okay. Konträr, aber du bist halt in dem Fall nicht der Maßstab. Und das ist ja auch okay. Aber in dem Moment, in dem was wirklich Mainstream ist, dann will man es ja auch nicht mehr so richtig. Hm. Also wenn man nicht derjenige war, der es, also es ist so, meine Erfahrung ist, wenn man was zuerst entdeckt, dann freut man sich, wenn es andere entdecken und dann nervt es einen. Weil dann plötzlich reden alle drüber und denkst, ah, das ist alles schon alter Scheiß. Und man hat vergessen, dass man selber derjenige ist, der es. Genau, den Enthusiasmus des Anfängers hat man dann vergessen. Ich hab doch diesen Tempel gefunden im Wüstensand. Wieso heißt der denn jetzt nicht Simons Wüstensand-Tempel? Ja, so ja gut, das ist ja. Sprechen wir den Elefant im Raum an. Dark Souls, was ich groß gemacht habe. Ja. Trant hat's groß gemacht. Nee, Trant hat's mir gesagt. Ich war der Lautsprecher. Nein, aber es stimmt, Trant ist eigentlich derjenige, aber. Ja, ja, aber es stimmt schon, du hast was. Nein, aber Quatsch, ich meine ja nur Spaß, aber ich meine, ich will es eher als Gegenbeispiel nehmen, weil mich stört es überhaupt nicht, dass ich finde es ja immer noch geil. Und ich habe ja nichts davon, wenn mir ein Spiel keinen Spaß macht. Das bringt mir ja nichts. Also, außer Wut. Ich habe ja eher was davon, wenn es Spaß macht. Bei Hollow Knight zum Beispiel, das habe ich auch gehasst und auch immer gesagt, wie scheiße ich es finde, bis ich es dann nochmal durchgespielt habe und mich da reingearbeitet habe und dann festgestellt habe, okay, Leute, jetzt verstehe ich's. Ich habe mich reingearbeitet, ich verstehe jetzt, wo der Reiz ist und warum ihr es alle geil findet. Ich bleib trotzdem dabei, dass der Einstieg absolut dumm ist, also dass der so viele Leute aussortiert, die dieses Spiel niemals spielen werden, weil es so frustig ist und erst nach hinten raus anfängt, Spaß zu machen. Aber bei Metal Gear Solid 2 gab es diesen Moment niemals, weder von der Story, noch von der Inszenierung, noch vom Gameplay. Es war von Anfang bis Ende einfach genauso scheiße, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ich sag nicht, dass Metal Gear Solid 3, 4, 5 auch so sind. Ich rede nur von Metal Gear Solid 2, aber was mich wirklich anstachelt, ist dieser Heldenstatus, den Kojima halt kriegt, der so gefeiert wird, während andere Entwickler, die wirklich geniale Spiele, Spielprinzipien gemacht haben, die nicht annähernd auf diesem Olymp, auf diesem Mount Rushmore der Games stattfinden, wie ein Hideo Kojima. Und das ist es, was mich, wo ich das, mich triggert, wo ich das Gefühl habe, ich muss dagegen steuern. Die Leute fragen ja schon, hat der mal irgendwie deine Freundin dir ausgespannt oder so? Und ja, es fühlt sich tatsächlich so an, als ob Kojima anderen was weggenommen. Ja, also es ist so ein Ungerechtsgefühl. Ich empfinde ein starkes Ungerechtsgefühl zwischen Hype und tatsächlicher Leistung bei Kojima. Und das nervt mich und ich habe das Gefühl, ich muss dagegen steuern, obwohl es bescheuert ist, weil es macht ja offensichtlich der Mehrheit, wie ich es gerade gesagt habe, macht es ja Spaß. Ja, ich bin ja eher derjenige, der damit nichts anfangen kann. Wie alt sind das eigentlich nochmal, Metal Gear Solid 2? 22 Jahre. Ja, also da ist ja vielleicht auch ein Unterschied, sowohl in der eigenen Biografie als auch in der technologischen Weiterentwicklung von Spielen, wenn man das dann 22 Jahre später spielt. Weil wenn du jetzt irgendwie der 14-jährige Simon bist und dann vielleicht sowieso für Dinge zu begeistern sind, die objektiv nicht so gut sind. Guck dir mal die ganzen jungen Leute heutzutage. Naja, guck dir mal die ganzen Leute so, heutzutage an. Junge Leute haben keinen Geschmack, ist was so. Ist so, sag ja, doch einfach, so, wie es ist. Die alten Säcke. Und man ist noch so wankelmütig. Es ist wirklich so. Du übernimmst in dem Alter auch so viel. Wenn dir auf dem Schulhof irgendwer sagt, was ist cool, dann wird das einfach übernommen. Und du machst dir gar keine Gedanken darüber. Das ist eher so ein Mitfließen wollen, so ein Dazugehören wollen, mitreden wollen. Das heißt, da ist ja dein eigener Geschmack noch gar nicht so ausgeprägt und ausgefeilt und ausgearbeitet, als dass du so viele unterschiedliche Positionen zu erwarten hast. Da fließt du dann halt mit. Und wenn du dann in so einem Alter bist und jemand, ey, voll mit, du gehst voll geil, ja, ich hab's auch gespielt, ist voll geil, da ist man ein Stück weit auch ein Mitläufer. Das ist was anderes, als wenn man das in einem, wo du jetzt schon so viel mehr Erfahrung hast und so viel mehr. Ich hab's ja damals auch gespielt. Ja. Ich habe ja Metal Gear Solid 1, habe ich mir aus den USA importiert. Und dann habe ich mich schon im Maniac-Forum damit mit den Leuten geschrieben, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und ich habe mich damals schon, ich war damals schon auf Palme, weil ich gesagt habe, es ist so eine Mogelpackung, dieses Spiel. Und der zweite Teil weiß ich noch, wie bei Giga, Konami, ja, wie der Konami-Typ im Konsolenbereich saß und dann jedes Feature und wie er das da vorgestellt hat. Und es ist einfach, es gab damals schon bessere Spiele vom Gameplay, es gab bessere Spiele von der Story, es gab bessere Spiele von der Grafik. Egal, let's not get me started. Also es ist nicht so, dass ich nicht einordnen kann, dass das Spiel alt ist. Es ist einfach, es ist nicht so gut einfach. Es ist einfach nicht so gut.
Und Colin stimmt mir da übrigens mit ein. Also ich bin nicht der Einzige, der gehatet hat. Also bist du überstimmt, Simon. Colin, Du hast aber ich gehe auch mit dir mit, weil ich auch jetzt in Kojimas Spielebiografie, da gibt's auch ein Wort. Vermächtnis. Nee. Das Gegenteil. Diskografie. Ja, Cinematografie. Und Filmografie. Spielografie. Gamografie. Ja. Gamografie. Gamografie, ja. Ist jetzt auch nichts bei, wo ich sage, geil, was ein Genie. Aber ich hab die Spiele auch nie so gezockt. Und dann dachte ich immer so, ja, vielleicht liegt's ja an mir. Vielleicht habe ich ja einfach das nicht gecheckt. Und alle anderen. Ich fand's immer super. Ich bin aber auch schon immer Fan von großem, fast schon kitschigem, epischem Zwischensequenzen und diesem japanischen kruden Humor und so auch gewesen. Insofern ist das, hat es mich schon immer gekriegt, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß noch, dass ich den, ja, Metal Gear Solid, also den PlayStation-Teil, den ersten gespielt. Ich weiß noch, dass ich irgendwie so begeistert war. Ich habe einen Kumpel angerufen, meinte, Norbert, das Spiel ist ja mega geil. Und ich weiß noch, dass ich, ja, Mann, ich spiel's auch die ganze Zeit. Und das war unser ganzes Gespräch. Da haben wir aufgelegt und weitergespielt. Und ich fand's fantastisch. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn das andere nicht so sehen. Aber ich kann die Argumente und vor allen Dingen die Kritik total nachvollziehen. Aber es sind halt bei mir liegt so über drüben drüber. Ist das dieses nicht das Schöne? Langatmige, wenn Leute an den Zwischensequenzen mäkeln oder so, oder dass das zu aufgeblasen ist und der Typ sich einfach die ganze Zeit selbst irgendwie um sich selbst dreht. Ja, von mir aus, aber das fliegt bei mir als Kritik einfach oben drüber. Weil ich gucke mir das an und denke mir, ach geil, das ist also Big Boss. Boah, wie geil ist denn das? So, weißt du, so gucke ich das, wie so ein Anime-Nerd. Wie ein 14-Jähriger halt. Und ja, ne, ich finde es heute immer noch cool, aber ich kann auch die Kritik sehen. Es ist nur, das meine ich, manche Sachen. Das Schöne an unserem Medium Videospiele, ja, dass es so viele unterschiedliche Leidenschaften, genau, und Sachen gibt. Ich habe in meiner Leidenschaftsliste bestimmt zig Dutzend Spiele, die keiner außer mir mögen würde, weil die objektiv wahrscheinlich auch scheiße sind, aber die irgendwie irgendwas haben, was mich triggert, was mir Spaß, absolut, macht. So, das ist ja auch vollkommen okay. Und wie gesagt, jeder, der Spaß hat mit Metal Gear Solid, umso geiler. Wenn du ein Spiel findest, was dir Spaß macht, wie geil ist es? Ich habe ja nur ein bisschen eine Aversion auch gegen dieses, gegen Hideo Kojima und seine, das Status Abfeiern. Ja, wenn dann Geoff Keighley auf den Game Awards, und dann sind da wieder irgendwelche Hollywood Regisseure, die arsch viel Geld kriegen, damit sie ein Foto mit Kojima machen, und er eigentlich, du merkst, eigentlich will er auf seinem, ich folge ihm ja mittlerweile auf Twitter, er dauernd irgendwelche Rezensionen schreibt zu Hollywood-Filmen und die analysiert, und du merkst eigentlich so, eigentlich bin ich Hollywood-Regisseur. Und ich mir denk, geh doch endlich und mach deinen scheiß Film, Alter. Zeig doch mal, dass du ein geiler Regisseur bist. Und mach einen geilen Film. Und dann können wir ihn ja vergleichen mit anderen Filmen. Und dann sehen wir es mal. Aber ich habe das Gefühl, er ist so wie ich mit Stand-Up-Comedy. Weißt du, ich bewerte auch Stand-Up-Comedians, aber ich gehe nicht auf die Bühne und mach's. So. Dann kann ich auch keinen Credit als Stand-Up-Comedian kriegen. Geh hin, mach einen geilen Film und dann sagen wir, ob er geil ist oder nicht. Ich will ja gar nicht jetzt das Thema weiter noch aufreißen. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen, den müssen wir gar nicht diskutieren oder so. Das muss gar nicht jetzt zerrieben werden. Aber was ich gut finde, ist, dass Kojima das Bindeglied ist, so eine Art Zwischenschnüffelstück zwischen dem Gaming-Kosmos und diesem Hollywood-Kosmos. Und das meine ich eben nicht nur in Form, dass er halt gerne lange Zwischensequenzen macht, sondern dass er wirklich, dass er connected mit den Leuten aus der Filmbranche, dass er die, weil er sie so geil findet und so ein Fanboy ist, rüberholt und begeistert für seine völlig absurden Welten. Und ich garantiere, keiner der Schauspieler hat die Hälfte von dem gecheckt, was er da sagen sollte. So, wenn Kojima ihm dann irgendwie über drei Übersetzer erzählt, wofür das steht, denken die doch auch, okay. Also ich sag jetzt einfach, was da steht. Und dann sagen sie das, weil das teilweise ja absurder Kram ist. Du kannst es ja gar nicht erklären, was die da teilweise reden. Also ich rede jetzt von dem letzten. Aber was sagen wir? Er bringt die aber zusammen. Er bringt die, seine Begeisterung für Hollywood und seine, oder doch, es ist Hollywood. Nicht mal amerikanisch, nicht mal japanisches Kino oder koreanisches, sondern es ist wirklich Hollywood, wo der so draufsteht. Habe ich das Gefühl. Und er bringt das zusammen mit seinem Gaming-Hintergrund und er connectet die Leute da. Und wie gesagt, er fasziniert Hollywood gerade im richtigen Moment für das Digitale, gerade da, wo das immer mehr verschmilzt. Und das kann man ja, das macht er ja auch zum Selbstzweck. Ich will nur kurz den Satz noch zu Ende bringen. Das macht er ja auch zum Selbstzweck, weil er es geil findet, weil er sich selbst damit pusht, weil er dann mit Norman Reedus irgendwelche Videos macht und so. Ist ja klar. Aber am Ende ist es ein Job, den kein anderer macht. Den macht vielleicht noch hier irgendwie von Quantic Dreams, aber auch nicht so richtig mehr. So viel ist da nicht. Aber, das meine ich nicht. Aber ich finde es halt
nicht so revolutionär, weil das Hollywood-Stars im Videospiel mitspielen, das gibt es seit 20 Jahren oder so. Bruce Willis in beschissenen Spielen, früher bei Wing Commander schon. Also das hat ja nicht ein Kojima erfunden, irgendwelche Hollywood-Stars. Er nimmt sich halt die, die halt angesagt sind. Und er hat mittlerweile so einen Namen, dass die Leute, die keine Ahnung haben, sagen, oh, nee, mit dem musst du was machen, das ist der krasseste in Sachen Videospielen, dann machen die es halt. Aber ich meine, so ein Guillermo del Toro einbauen in seinem Spiel ist schon sehr ungewöhnlich. Also das meine ich, das ist nicht gerade etwas, was jetzt jeder Entwickler machen würde, oder? Habe ich das gewusst? Nee, natürlich würde Guillermo del Toro sich darauf einlassen würde. Also das ist ja das Ding. Also der das hat meine ich bewiesen, ja auch, also er muss ja auch mitmachen. Ich habe nie was gespielt übrigens, ne, aber er scheinbar beweist er ja, dass er mit seinen Konzepten eben ein fucking Guillermo del Toro an die Seite. Das meine ich. Er hat irgendwie feiern wir jetzt auf seiner Seite. Für die Stars, die er in seine Spiele kriegt? Bisschen schon. Ich schon ein bisschen. Ich wirklich ein bisschen. Ich finde halt eher, mach mal ein geiles Spiel. Also, ja, weil wie heißt das? Death Stranding ist doch kein geiles Spiel. Sorry. Das hat vielleicht eine geile Lore mit crazy Ideen und geile Zwischensequenzen. Aber das ist doch gameplay-technisch. Ist das doch, da kannst du doch nicht sagen, du bist ein Sid Meier, du bist ein Miyazaki, du bist ein whatever, du bist ein Miyamoto oder so. Du kannst dich doch nicht einreihen mit so einem Kack. Du bist flashy, du bist der Posterboy, du hast geile Schauspieler, geile Zwischensequenzen. Alles ist aufgeblasen. Du bist der Michael Bay. So, aber das würde ich noch akzeptieren, ja, wobei ein bisschen smartere Geschichten hat Michael Bay, aber dieses übertrieben pompöse würde ich fast sagen. Und alle feiern ihn ab, wir haben jetzt hier noch jede Games Convention, Gaming Night, am Ende kommt noch mal Kojima. Oh mein Gott, das ist der Posterboy der Games. Aber schau mal, wir haben so wenig Entwickler, die auch nur bekannt sind, und wir Gamer neigen auch dazu, immer wieder alles mit dem Arsch einzureißen. Nee. Was haben wir, doch, warte mal ganz kurz, ich möchte nur, das seit 20 Jahren nervt mich das. Peter Molyneux ist ein Typ, der hat mir in meiner Jugend 20 geile Titel geschenkt. Ja. Der hat meine Jugend 100% zerfickt mit seinen Spielen. Und dann fängt es irgendwann an, dass er älter wird. Und dann, ja, alle, die älter werden, haben halt irgendwann, sitzen nicht mehr 16 Stunden lang vorm Rechner, während die Familie zu Hause ist. Die fangen an, ein echtes Leben zu haben. Ja, kann ja wohl nicht sein. Kann ja wohl nicht sein, dass er Bäume verspricht, die da nicht wachsen. Und dann rasten sie alle aus und heulen rum. Und dann ist es gekippt. Und heute hassen ihn alle. Und ich denke nur, ihr seid solche Vollidioten. Der Typ hat geilen Shit gemacht in der ersten Hälfte seines Lebens. Und du mit deinen 20 Jahren kommst jetzt daher und schreibst irgendwie auf Reddit irgendwie, dass das ein Idiot ist. Du hast noch nicht mal die beste Zeit mitgekriegt. Und das alles aufgrund von Sachen, die du auch nur gehört hast, die irgendwie auch schon wieder 10 Jahre her sind. Also, was ich damit meine, ist, Kojima ist was anderes. Aber das erinnert mich daran, dass da einfach nur gehatet wird, weil jemand nicht mehr die Bestleistung abliefert. Aber er hat gute Sachen abgeliefert. Das reicht. Warum muss ich alle 10 Jahre was Geiles abliefern, damit das, was ich schon abgeliefert habe, Bestand hat? Das ist doch Quatsch. Lass die Leute doch einmal was Geiles machen und dann können die ihr ganzes Leben auch sich dafür dann bestätigt fühlen. Wenn die Coen Brothers nur Big Lebowski gemacht hätten, würde mir das fucking reichen. Weil es ein unfassbar guter Film ist, der für 100 Jahre geil wird. Was ist der Big Lebowski von Kojima? Oh Mann, das kannst du mich nicht fragen. Wir sind ja offensichtlich, haben wir ganz unterschiedliche. Ja, du sollst ja nicht erraten, was ich gut finde, sondern nein, sagen, was ich meine du denkst. Nur, ich kann dir das, also ich weiß nicht, ob er einen Big Lebowski gemacht hat. Ich würde sagen, bei Peter Molyneux wüsste ich nicht, welchen von den geilen Titeln, die er gemacht hat, ich jetzt Kojima am allergeilsten finde. Es geht ja um den. Bei Kojima sage ich, würde ich wahrscheinlich sagen, Metal Gear Solid 2 ist. Jesus Christ. Aus Gründen. Es hat Gründe. Es hat einfach Gründe. Die letzte Drittel des Spiels ist meiner Ansicht nach visionär ohne Ende. Und auch wenn dir der Inhalt nicht gefällt, finde ich den Inhalt super genial. Also, was gesagt wird, was ausgesagt wird, wie man darüber reden kann. Seit 20 Jahren kann ich über das Ende von Metal Gear Solid 2 nachdenken. Es ist Wahnsinn. Da geht es im Grunde darum, du hast ja gerade gespielt, wer die Informationen über die Welt beherrscht, beherrscht die Welt. Exakt da sind wir gerade. KI beherrscht die Welt, bald brauchen wir Prüfer, die uns sagen, das stimmt oder stimmt nicht. Ich frage heute ChatGPT, die Hälfte kann gelogen sein, ich weiß es nicht. Wer die Informationen der Welt beherrscht, beherrscht die Welt. Darum geht's in Metal Gear Solid 2. Und das war nie so wahrer wie jetzt. Und deswegen bewundere ich ihn für seine visionäre Kraft. Weil das andere haben das nicht gesehen. Andere kamen noch irgendwie, naja, egal, guck dir die Spiele aus der Zeit an, was da für Themen waren. Banaler, plumper, pubertärer Dreckscheiß. Aus der Zeit kommt auch Demolition Man, ne? Ja, das ist das, was ich meine. Das ist wirklich ein guter Film. Übrigens. Guter ich mag Film. Immer noch. Ja, guter aber Film. Das ist das Niveau, mit dem man damals. Aus der Zeit kam aber auch 12 Monkeys. Ich finde das schön. Ja, okay, aber das ist Terry Gilliam. Das ist noch was anderes. Ich finde es schön, dass du das so mal formuliert hast, weil jetzt weiß ich wenigstens mal, was du persönlich an dieser Story so interessant
findest, so, weil da ist sicherlich auch irgendwo ein intelligenter Gedanke und auch ein, wie soll man sagen, so ein, nicht Foreshadowing, aber so schon, hat sich schon mit Sachen auseinandergesetzt, die, wie du gerade sagst, nicht in allen Spielen waren. Es wird meiner Meinung nach halt oft durch diese sehr platten Charaktere und Dialoge torpediert, aber ich kann jetzt besser nachvollziehen, was du zumindest an der Serie magst, weil Gameplay ist es für mich auf jeden Fall nicht, aber wenn, dann, wenn man natürlich sich so mit für solche Science-Fiction-Themen oder solche, das ist ja nicht Science-Fiction, aber ich weiß, was du meinst, ne? Dann kann ich jetzt zumindest ein bisschen besser nachvollziehen. Mich hat das nicht so gecatcht, aber ist ja mal schön zu hören, warum jemand was gut findet. Es ist nur ein letzter Satz, dann höre ich auch auf. Es ist halt so ein cooler Moment, finde ich. Ich kriege jetzt Gänsehaut, gerade jetzt. Weil du verbringst 20 Stunden mit diesem Colonel. Der ist dein fucking, der ist deine Mutter, dein Vater, dein Chef, dein Bruder, dein bester Freund. Ihr redet zusammen über alles Mögliche, stundenlang, endlose Gespräche. All die anderen Freunde, also die Einsatzmitglieder, mit denen redest du auch über alles. Du machst eine Bindung. Du redest sehr viel in diesem Spiel. Zu viel. Halt über Godzilla auch mal eine halbe Stunde. Also so völlig banal, aber das ist halt einfach Kojima. Und dann merkst du langsam, hä, was ist denn jetzt mit dem, was ist denn jetzt mit dem Colonel? Warum ist der, warum redet der so komisch? Warum ist der so abgehakt? Warum sagt der plötzlich Sachen, die keinen Sinn ergeben? Was ist denn da plötzlich los? Und dann irgendwann checkst du halt, dass das gar keine echte Person war, mit der du 20 Stunden lang gesprochen hast. Und dann geht's von da aus weiter und wird irgendwie noch konfuser und dann wird's blöd. Aber das hat mich total geflasht. Ich weiß noch, wie ich die ersten ein, zwei Stunden, als das immer wieder passiert ist, dachte, was ist denn jetzt hier los? Wie gesagt, das und der Code, den du brauchst, ist auf der Rückseite der Verpackung auf einem Screenshot. Das ist einfach Kick-Ass. Habe ich noch nie erlebt. Hat's diese Memory-Card-Nummer. Hat sie in die echte Welt zurückgeholt. Einfach ja. Einfach komplett. Du bist plötzlich Moment, so. Moment, das war aber nicht Metal Gear Solid 2. Nee, es war 1. Ja. Also nur, nein, nur, das sind jetzt so Sachen, die mir halt auffallen, die mir halt gefallen haben. Ne? Auch Psycho Mantis-Kampf mit der Memory-Card, alles alter Käse. Das sind so die kleinen Sachen, die Diamanten in diesen Spielen, die ich gerne finde. Aber ja, ich will wirklich keine Partei ergreifen jetzt für Kojima. Aber ist doch vollkommen okay. Also ich verstehe gar nicht das Problem. Ich bin nicht so ein Fanboy. Ich mag jemand sowas gerne feiert. Ich finde, es ist ja genauso legitim wie von mir zu sagen, ich kann mit gar nichts mit anfangen. Ja. Ist es ja auch total legitim zu sagen, ich finde es einfach geil. Ich mag den Style, die Grafik, ich mag das. Ist ja vollkommen legitim. Also ich finde das eher interessant, auch im Sinne des Austauschs, dass man nicht immer versucht, Einigkeit um jeden Preis zu erzielen, stimmt, der ist scheiße oder stimmt, der ist geil. Sondern einfach auch damit klarkommen, dass wir unterschiedliche Geschmäcker oder Gewichtungen haben in unseren Spielen und was weiß ich. Und ja, und das ist ja auch vollkommen legitim. Ich finde es eher interessant, dass, weil wenn ich das nächste Mal Metal Gear Solid sehe oder so, ja, dass ich dann vielleicht so ein bisschen versuchen kann, mich in dich reinzuversetzen. Versuch's mal, ja. aber ist auch nicht schlimm, wenn es nicht so ist. Das ist ja, wahrscheinlich wird es auch nicht so sein, aber es ist halt interessant. Aber das sind halt auch mal Sachen, glaube ich, die dann im Betrachter liegen, ne? Was siehst du in Spielen und was sind vielleicht auch schon Gedanken, die du vorab da auch mit reinbringst, um überhaupt diese Verbindung herstellen zu können mit solchen Konzepten dann, ne? Wenn du das einfach durchspielst und deine Herangehensweise ist eher so, ja, jetzt werde ich so ein bisschen dazu gezwungen und ich sehe in allem eine Bestätigung dafür, weshalb ich das eigentlich scheiße finde oder überbewertet, ist es, dann findest du diese Sachen. Und wenn du da reingehst und sagst, das sind diese Aspekte, die sind wirklich brillant und du blendest dann vielleicht andere Sachen eher aus, so dann findest du das auch. Und deswegen ist das, sind alle Bewertungen von solchen Dingen immer subjektiv. Total. Da sind wir ja beim Mandalorian-Panflöte. Genau. Ja, das ist ja so. Ja, ja, bei mir sorgt das dafür, dass ich denke, oh geil, das ist wie so ein Western. Und ich mache schon die Augen so langsam, sehe schon, weißt du, so Lee van Cleef oder so, sehe ich schon so eine Zigarette rauchen und denke so, also, das ist der Scheiß. So, und Budi denkt, sieht einfach nur eine Panflöte und denkt so, und denkt das. Und es, also ganz andere Assoziationen und Feelings. Ich frage mich, ob ich jetzt keinen Witz, also wenn, ne, für alle Leute, die Mandalorian vielleicht noch gucken wollen, einfach diesen wenn das Gefühl bleibt und man jetzt das nächste Mal Mando sieht und man hört das für sich, ich höre so eine Panflöte. Ja. Falls das irgendwem passieren soll, schreibt es irgendwie bitte in die Kommentare, weil damit hätte ich den Mandalorian versaut. Versteht ihr, was ich meine? Ja, geil. Dann hätte ich den tatsächlich dieses stark. Hätte ich den in den Kopf gepflanzt. Hast du toll gemacht. Mhm. Ja, das hast du vielleicht auch mit Metal Gear Solid 2 gemacht. Nein, das ist ja alt. Altes Thema. Ich würde ja niemals auf neu. Mandalorian ist auch nicht neu. Oder kommt eine zweite Staffel. Aber wollen wir nicht schon drei, oder? Wollen wir nicht lieber was für dein Disney-Abo empfehlen? Weil zum Beispiel The Bear, kann ich dir empfehlen, läuft bei Disney? Ist das dieses Kochding? Ja. Ja. Ist geil.
richtig gut. Hab was zu essen dabei. Wenn du mir das guckst. Dann wird man hungrig, ne? Ja, ey, weil die das auch so geil erklären und zubereiten und dann. Ja. Ich habe Mein Tante habe ich mir jetzt die zwei Staffeln. Mein Tante. Die alte Mein Tante, die habe ich mir jetzt komplett noch Mein Tante. Ja, über die Serienkiller. Ja, ja. Die habe ich mir jetzt die letzten Tage wieder komplett reingepfiffen. Ja. Also angefangen und dann war ich sofort wieder drin. Ich kannte das schon, aber es war schon wieder so super geil. Also und Blue Samurai habe ich endlich gesehen. Auch sehr, sehr gut. Mhm, habe ich auch gesehen. Mhm. Alter, wie macht ihr das? Ey, ich komme überhaupt nicht mehr zum Seriengucken. Ja, weil du die ganze Zeit Metal Gear Solid 2 zockst, deswegen. Mhm. Ja. Nee, abends halt einfach so nochmal. Alter, so beschäftigt ist, Geschenke zu kaufen. Genau, weil ich mir so viel Gedanken. Ich sitze abends, während ihr Serien guckt, da sitze ich so an meinem Laptop. Was könnte ich Nils schenken? Was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Und dann google ich, dann gehe ich deine Biografie durch, lese mich richtig rein, die Stadtgeschichte von Lüneburg, so, weil ich einfach wissen will, teilweise habe ich Tipps Orte Nils besucht. Mutter an, dann frag sie noch mal. Ich habe Orte besucht, wo ihr als Kinder gespielt habt. Ich war da in Wächtersbach auf den Spielplätzen, bin da so lang geschlendert. Hab so gedacht, in Wächtersbach? Wohl damals? Ja, da, hier war er. Ja. Hab echt so in Bad Oeynhausen, weißt du, da habe ich einfach mit den Leuten gesprochen. Einfach um zu verstehen, wer ihr seid, wo ihr herkommt, um euch schöne Geschenke machen zu können. So schön. So bist und da habe ich einfach keine Zeit mehr. So. Ja, genau. Ja. Deshalb habe ich gar keine Zeit mehr. Ja. Aber es ist ein Opfer, das ich gerne bringe für meine Freunde. Mhm. Serien. Komm und gehen. Komm und gehen. Ja. Aber ihr seid offensichtlich, wie man sieht, immer da. Ne, noch für eine Minute 40 Sekunden. Ja, aber dann nächste Woche wieder und so. Also wieder, es ist ja einfach, und wieder und dann es ist ja so ich liebe euch für 90 Story. Minuten die Woche. Ja, nächste Woche geht's weiter. Nee, kommt mal nach Berlin. Andere. Kommt noch mal schön nach Berlin. Ich war schon einmal da. Gute Möglichkeiten, da zu essen. Ich war schon da. Ja, das stimmt. Ja, Berlin ist halt Gregor auch. War auch schon da, Walle war schon da, Anton war schon da. Berlin ist halt echt schwierig. Berlin ist auch echt schwierig. Das Pflaster. Groß. Geht euch da durch, keine Sorge. Laut. Kennen die alle. Da sind so viele Leute. Leute einfach. Aber wenn du da rangehst und Leute nach Geld fragst, kriegst du mal einen Huni ab, vielleicht ab und zu. Ja. Also wer naja, das war ja hier in Hamburg. Nein, du musst schon auf die Idioten. War das hier in Hamburg? Du musst schon die Idioten anpeilen. Nee, es war hier in Hamburg. Ah, okay. Hamburger Hauptbahnhof. Ja. Dann, man muss auch sagen, die Hamburger Bettler sind auch einiges gewöhnt. Wir sind ja hier generell, Hamburg hat die meisten Millionäre und so. Also so einem Bettler in Hamburg kannst du auch nicht mit 5 Euro abspeisen. Da dreht er die Augen. Wird er genervt sein. Apropos, kommt doch in den Rocket Bean Supporters Club, wenn ihr noch nicht im Supporters Club seid. Ja, ist mein Huni da. Das ist wirklich gut. Fand ich sehr schön bei RBTV Home. Ich habe reingeschaltet und ich bin seit Stunde null bin ich auch Supporter und dann konnte ich dann aber auf der Webseite konnte ich halt auch Support machen und da saß du gerade am Drumset und dann kam mein Name. Das fand ich schon, muss ich sagen, hat mich gefreut. Alles ist aufgefallen. Cool. Ich kam zurück und dann, hey, der Buddy hat gerade abonniert, während du Drums gespielt hast. Ich bin schon längst drin, aber dieses Feature allein. Das du hast halt nochmal bezahlt. Nein, ich zahle halt konstant 5 Euro im Monat. Ja, aber Moment, aber wie hast du dann deinen Namen 5 Euro im Monat? Bekommen? Weil das auf der Website, ja. Ich bin im Supporters Club. Ich bin selber als Privatperson im Supporters Club. Nee, ja, weil du auf der Website, wenn Home kommt, kannst du einfach nur so, ey, ne, jetzt. Ach gut, nee, ich dachte, es wird nur das gezeigt, wenn jemand gerade frisch abonniert hat. Das dachte ich. Aber, du kannst tatsächlich Aktion machen. Das ist ja nur fairer, ne? Ja, das ist es, ja. Einmal also, gespendet, über Jahre kannst du dich feiern. Genau, Donnerstag, RBTV Home, guckt rein. Letzte Folge war wirklich sehr lustig, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich überlegt jetzt, ob ich Drums lernen soll, weil irgendwie hat das Bock gemacht. Ja. Ich lerne Flöte. Kostet 100 Euro. Ja, Leute, haut rein. Das war's mit Almost Daily für heute. Bis nächste Woche. Tschüss.